So, wir sind 5 Minuten über der Zeit. Entsprechend würde ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Walter. Ich war die letzten Tage leider nicht da, weil krank, aber jetzt soweit fit, dass ich denke, die nächsten 90 Minuten hier gut mit euch diskutieren zu können. Ich werde das Ganze moderieren. Dann vielleicht als ganz wichtige Ansage, wir haben jetzt einen Livestream. Das heißt, Menschen in der ganzen Republik, wenn sie sich einloggen, können uns jetzt sehen. Das heißt auch, dass alles, was ihr sagt und macht und tut, aufgenommen wird, auch im Internet ist. Und an alle, die vielleicht irgendwo in der Republik uns zuschauen, ihr und sie haben die Möglichkeit, sich in die Diskussion einzubringen. Und zwar über folgende Form. Einmal könnt ihr twittern und dann bitte mit dem Hashtag StopGo13. Oder ihr könnt e-mailen, dann ist es stopandgo@janun.de. Oder aber wir sind auch auf Facebook und dort ist es die Seite facebook.com/stopgo-mobilität geht auch anders. Etwas kompliziert findet man aber, wenn man oben in der Suche bei Facebook ist. Also nochmal Twitter mit dem Hashtag stopgo13, stopandgo@janun.de oder über Facebook. Soweit dazu. Wir haben jetzt ungefähr 90 Minuten. Die Idee ist, dass wir die Abschlussrunde bzw. hier diese Abschlussdiskussion aufteilen in zwei größere Blöcke, nämlich einmal uns nochmal das Thema Personenmobilität vornehmen. Welche Vision gibt es da? Wie können wir die gestalten? Ihr habt in den letzten 3 Tagen sehr viel dazu gearbeitet. Seid herzlich aufgefordert, da auch mit Ideen und Ergebnissen aus den Workshops euch einzubringen. Und dann nochmal in einem zweiten Block, weil auch wichtiges Thema, das Thema Güterverkehr aufzugreifen. Was passiert da eigentlich mit unseren ganzen Waren und auch Dienstleistungen, die wir einfordern mit Bestellungen? Was entwickelt sich wie und wie können wir das gestalten? Bevor wir jetzt einsteigen, seid ihr alle gefragt. Es gibt jetzt 6 Fragen, die ich gerne in 60 Sekunden beantwortet haben möchte. Jede und jeder von euch kann die Frage dahingehend beantworten, dass er sagt, ja, ich stimme zu, Hand hoch, oder nein, stimme nicht zu und bleibt die Hand einfach unten. Und es sind sehr einfache Fragen. Und unsere Referentin, die ich auch gleich weiter vorstelle, zu meiner Linken, machen einfach mit. Also, die Minute läuft. Wer von euch hat einen Pkw-Führerschein? Hand hoch. Einfach mal wahrnehmen. Wem steht ein privater Pkw zur Verfügung? Das heißt, entweder ein eigenes Auto oder das der Eltern, der Oma, der WG etc. pp. Hand hoch. Wem steht ein Pkw zur Verfügung? Deutlich weniger. Okay. Wer ist Mitglied bei einem Carsharing oder Car2Go oder sonst was Anbieter? Wer ist noch niemals geflogen? Nein, ich meinte jetzt wirklich das Fliegen mit dem Flugzeug. Wer hat noch nie im Internet irgendetwas bestellt und es dann geliefert bekommen? 1, 2, okay, 3. Und die letzte Frage, wer besitzt eine Bahncard? Ja, also schon eine ganze Menge. Alles klar. Einfach mal wahrnehmen, sind alles Themen, die im Verlauf unserer Diskussion, glaube ich, wieder eine Rolle spielen werden. Ich komme zu unseren Referentinnen und Referenten und darf begrüßen Susanne Menge. Ich darf begrüßen Bernhard Knierim, ich darf begrüßen Martin Randelhoff und ich darf begrüßen den Dirk Evenson. Und vorstellen werden sie sich gleich ein wenig selbst und wir kombinieren das einfach mit 3 kurzen Fragen, die auch schon an sich, glaube ich, jeweils tagesfüllend wären. Aber die Aufforderung ist, dass ihr wirklich innerhalb von 3 Minuten versucht, kurz darauf einzugehen. Susanne. Wir sind übrigens beim Du geblieben. Ich glaube, das gilt auch für alle anderen hier. Gut.
Susanne Menge ist verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Niedersächsischen Landtag. Und ich würde gerne von dir wissen, welches verkehrspolitische Leitbild verfolgt die niedersächsische Landesregierung, deren Teil du oder ihr als Grüne ja auch seid? Womit versucht Politik, unser Mobilitätsverhalten zu beeinflussen? Und als letztes, wie stark kannst du persönlich in deiner Funktion Einfluss auf die Regierung nehmen? In 3 Minuten. 4. Das Rote. Hallo zusammen, ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich nicht Teil der Regierung bin, sondern dass ich ein Fraktionsmitglied im Landtag bin, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dass wir zusammen eine Koalition haben mit der SPD in diesem Landtag und wir uns mit 13% gegenüber einer Partei in dieser Koalition befinden, die mehr als doppelt so viele Stimmen bekommen hat. Das heißt, ich begreife mich als jemand in diesem Landtag und auch innerhalb dieser Koalition, die durchsetzen möchte, dass verkehrspolitisch ganz viel bewegt wird, sich aber ihrer Möglichkeiten auch aufgrund des Ergebnisses und unserer Stärke innerhalb dieser Koalition sehr bewusst ist. Das Leitbild der Landesregierung ist, das kann ich jetzt von aktuellen Konzeptionen abhängig machen, eins, das sich sehr wohl am öffentlichen Personennahverkehr orientiert, das diesen Bereich stärken möchte, dass sich vorgenommen hat, die Schiene stärker zu finanzieren oder den Schienenverkehr an sich stärker zu finanzieren als die Straße und die sich vorgenommen hat, sehr viel mehr auf fahrradfreundliche Mobilität zu achten, als das bisher der Fall gewesen ist. Jetzt könnte man sagen, was sind das für Einzelaspekte? Das wäre doch viel besser, wenn man das zusammenfasst. Das sehe ich genauso. Bei Neubau von Straßen müssen wir darauf achten, dass Neubau von Straßen nicht einfach per se Umgehungsstraßen sind oder Neubau von Straßen, um irgendwas zu beschleunigen, sondern wir müssen darauf achten, dass Straßenneubau, wenn, sich orientiert an einer umweltverträglichen und zukunftsfähigen Verkehrspolitik. Ich würde mir wünschen, dass jeder Neubau gleichzeitig auch bedeutet, dass man vorhandene Straßen wegnimmt. Wir nennen das Rückbaut. Das ist bislang noch nicht passiert. Ich weiß nicht, in welcher Kommune das so passiert, dass man neue Straßen baut, aber gleichzeitig in der Stadt zum Beispiel zugunsten des Radverkehrs könnte man ja sagen, eine Straße, die jetzt da vorhanden ist, die könnte dem Radverkehr gewidmet werden. Ich komme aus einer Stadt, wo das leider Gottes nicht passiert. Wir haben wohl Fahrradstraßen, aber das ist erstmal der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man was verändern will. Die Landesregierung, das muss ich fairerweise dazu sagen, setzt auch auf Verkehrswege, die unseren Wirtschaftsstandort stärken und das heißt für die Sozialdemokraten nach wie vor auch Neubau von Autobahnen. Das ist ein Konfliktpunkt, den Grüne und SPD in dieser Koalition haben. Wir Grünen haben eine völlig andere Haltung dazu. Und jetzt bin ich wieder bei meiner persönlichen Ambition. Wir sind jetzt gerade dabei, Strecken zu reaktivieren und versuchen in einzelnen Regionen dadurch auch eine bessere Anbindung für die Menschen herzustellen. Das Ganze gelingt für höchstens 3 bis 5 Strecken maximal am Ende. Bahnstrecken, genau. Da werden Bahnhöfe und also Bahnstationen und auch Strecken reaktiviert und wir gucken dann mit Hilfe von Kriterien danach, wo ist das am sinnvollsten. Ein Kriterium könnte sein, dass ich eine Region stärke und versuche, Abwanderung damit zu verhindern. Es kann ein Argument sein, dass Tourismus oder die Anfahrt zur Schule oder zum Ausbildungsplatz oder zum Beruf erleichtert wird, also dass ich eine gute Vertaktung und ein gutes Angebot schaffe für die Bevölkerung. Und verschiedene Kriterien mehr. Das heißt, dann nach Form der Beeinflussung. Das heißt, dadurch, dass sie reaktiviert, ist die Hoffnung da, dass dann wieder mehr Leute umsteigen. Ja, und vor allen Dingen, dass wir auch an den Kriterien, dass wir damit wirken. Wenn wir da jetzt nicht als Grüne mit am Tisch gesessen hätten und auch nicht das Nahverkehrsbündnis, dann wären die Kriterien aber weitaus
andere gewesen. Dann hätten nämlich rein wirtschaftliche Kriterien vielleicht sogar dazu geführt, zu überlegen, ob man eine Strecke reaktiviert. Und eine Strecke ist nicht wirtschaftlich zu führen, wenn ein Kriterium ist, ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler und Menschen überhaupt an verschiedenen Haltestellen auf dieser Strecke von A nach B kommen. Dann habe ich ein Bedürfnis, arbeitsmarktpolitisch einzuwirken. Ich habe ein Bedürfnis, das möglichst kostengünstig zu machen. Ich habe vielleicht auch noch andere Bedürfnisse, unabhängig jetzt mal von Umweltkriterien. Aber dieses Argument oder diese Kriterien zum Beispiel waren zu Beginn dieser Verhandlungen überhaupt nicht vorhanden. Also da sind wir schon gut aufgestellt, um das mit einfließen zu lassen. Alles klar, vielen Dank. So, jetzt kriege ich ein blaues Mikro. Mal gucken, welche Fragen noch kommen. Ich bin erstmal jetzt offen. Dann gib doch mal das Mikro weiter an den Bernhard. Der Bernhard ist Wissenschaftler, Forscher an der Entwicklung von Atomkraftstoffen. Gut, wir wechseln das so. Also, der Bernhard Knierim ist Wissenschaftler, forschte an der Entwicklung von Agrokraftstoffen, ist Autor des Buches Essen im Tank, warum Biosprit und Elektroantrieb den Klimawandel nicht aufhalten. So viel meiner Vorrede und dir würde ich gerne folgende Fragen zur Vorstellung mitgeben. Ist es sinnvoll, die Antriebsenergie von Öl auf Elektroantrieb und Biosprit für alle Verkehrsträger, also nicht nur das Auto, sondern wir reden ja von Flugzeug, von Binnenschiffen etc. umzustellen. Wird es möglich sein, global, wenn wir uns das mal anschauen, Verkehr auf einem bestimmten Niveau in naher Zukunft irgendwo einzufrieren oder wird der Verkehr unendlich weiter steigern? Wie sind da deine Einschätzungen? Und ich weiß auch, dass du noch in verschiedenen Feldern ehrenamtlich engagiert bist. Wie versuchst du, Einfluss auf das Mobilitätsverhalten von Gesellschaft oder auch Politik zu nehmen darüber? Puh, das ist auch eine große Frage. Also erstmal zu den anderen Antrieben. Also wir brauchen langfristig andere Antriebe, aber aus meiner Sicht wird da viel zu großer Fokus drauf gelegt. Also gerade diese Diskussion um Agrokraftstoffe und Elektroautos, das klingt immer so, als würden wir einfach nur unser Antriebssystem umstellen. Also statt fossiles Öl zu nehmen, nehmen wir dann einfach Elektrizität oder eben Sprit, den wir aus Pflanzen herstellen. Und als wäre damit unser gesamtes Problem gelöst und wir können einfach so weitermachen wie bisher. Und das ist einfach ein Riesenschwindel. Ich glaube, dass uns das bestimmte Leute einreden wollen, für die eben das jetzige Modell von Verkehr sehr gut funktioniert. Und dass wir stattdessen sehr viel stärker darauf die Frage stellen sollten, wie können wir denn unsere Mobilität eigentlich mit weniger Verkehr sicherstellen und allgemein mit schonenderem Verkehr. Also insofern, ja, wir brauchen eine Umstellung, aber die viel, viel wichtigere Frage ist, wie können wir unseren Verkehr anders organisieren. Und ja, dazu gehört auch die zweite Frage, ob das jetzt weltweit weiter wachsen wird. Also ist es ziemlich sicher, dass es nicht weiter so wachsen kann, wie es das im Moment tut. Wir wissen alle, dass wir schon weit über dem Limit leben, dass wir irgendwie den Klimawandel im Rahmen halten können von lokaler Umweltverschmutzung und auch den sozialen Folgen ganz zu schweigen. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und das heißt für uns vor allem, dass wir mit sehr viel weniger Verkehr klarkommen müssen, was nicht heißen muss, dass wir weniger mobil sind. Das heißt nur, dass wir unsere Mobilität oft mit weniger Verkehr sicherstellen müssen. Und weltweit heißt das, dass andere Leute natürlich noch das Recht haben auf sehr viel mehr Verkehr, um ihre Mobilität in ähnlicher Weise wie wir herzustellen. Also wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen und dabei nicht aus dem Auge verlieren, was dieser Planet tatsächlich noch aushalten kann. Klingt ein bisschen visionär, aber was ich meine mit mehr Mobilität, mit weniger Verkehr, heißt zum Beispiel, dass wir nahräumliche Strukturen total stärken, dass wir zum Beispiel gucken, dass wir möglichst nah an unseren Berufen wohnen, dass wir möglichst nah an Einkaufsmöglichkeiten wohnen. Und das sind alles strukturpolitische Fragen, die man nicht innerhalb eines Jahres lösen kann. Aber die Politik sollte eigentlich darauf hinarbeiten, genau diese Probleme zu lösen, also möglichst nahräumliche Strukturen zu stärken. Und das sehe ich eben in der jetzt geltenden Politik überhaupt nicht. Und das kommt damit eigentlich dann zu der dritten Frage, wie wir das versuchen zu beeinflussen.
Also ich denke, das Verhalten der Menschen kann man vorwiegend nur dadurch beeinflussen, wie die Strukturen sind. Also erstens die preislichen Strukturen und auch die gebauten Strukturen. Deswegen ist mein Ansatz immer, dass man das vor allem über die politische Beeinflussung tun muss. Also deswegen arbeite ich auch immer wieder in Netzwerken, die versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen. So wie das Netzwerk Bahn für alle, das immerhin es geschafft hat, die Bahnprivatisierung aufzuhalten vor ein paar Jahren. Oder jetzt bauen wir das Netzwerk Solidarische Mobilität auf, wo es genau darum gehen soll, diese Grundfrage nach was ist eigentlich Mobilität und wie können wir das mit weniger Verkehr machen, diese Frage aufzuwerfen, anstatt dass man sich dauernd nur so in kleinen Einzelfragen bei Einzelprojekten verkämpft. Ja, ich glaube, wir werden da noch spannend zu diskutieren können im weiteren Rahmen. Gut, vielen Dank, nehme ich das wieder. Ihr gebt mir mal ein Zeichen, wenn ich das Blaue einfach nutzen kann. Ja? Dann gehe ich über Dirk Evenson. Er leitet die Abteilung Kommunikation im Verband der Automobilindustrie in Berlin. Und da schließt sich eigentlich schon mal die logische Frage an, was macht dieser Verband eigentlich? Was ist der VDA? Wie beeinflusst der VDA unser Mobilitätsverhalten? Hat er da bestimmte Wünsche, Richtungen? Und was kannst du per Amt innerhalb des VDAs beeinflussen? Ja, hallo, guten Morgen. Jetzt gibt's Rot nochmal. Der Verband der Automobilindustrie macht erstens das, was man von ihm wahrscheinlich erwartet. Er ist eine Industrievertretung, eine Interessenvertretung, ein Lobbyverband. Das heißt, er wirkt nicht wie eine Partei, aber vielleicht auch einer politischen Willensbildung mit, indem er sagt, was Industrieinteressen sind. Er macht zweitens, das kann ich gleich noch ein bisschen ausführen, wie das mit diesem Mobilitätsverhalten beeinflussen zusammenhängen könnte. Er macht zweitens, das ist vielleicht dann schon ein bisschen weiter aus dem Blick da draußen, Service für seine Mitglieder. Im Endeffekt ist der VDA ein Verein, das ist ein e.V. Das sind circa 600 Mitglieder. Das sind also nicht nur die paar Automarken, die man hier kennt in Deutschland. Das sind zwar große Automarken, aber das wären dann bestimmt nicht 600. Sondern das sind nicht nur die Hersteller, sondern auch die sogenannten Zulieferer oder Systempartner, könnte man sie auch nennen, die einen großen Teil der Wertschöpfung haben. Bosch, Conti und dergleichen sind bekannt. Viele, viele kleinere Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen sind nicht bekannt. Das macht einen Großteil aus. Und der dritte Teil der Mitgliedschaft sind dann noch die berühmten Nutzfahrzeuge, die gerne immer vergessen werden. Also nämlich die, die ein Nutzfahrzeug zu Nutzfahrzeug machen. Also sprich, vorne ist ja immer dann der Motor und der Antriebsstrang und hinten kommt ja ein Kasten drauf in unterschiedlichen Varianten. Das sind auch wiederum Hersteller. Kögel, Schmitz, Cargo Bull sind solche Unternehmen, die man da kennen könnte. Das sind unsere Mitglieder, für die machen wir Service. Ganz viel. Es geht um Fragen, wie mein Lieblingsarbeitskreis heißt Cremefestigkeit. Cremefestigkeit bedeutet, dass man untersucht, genau, was heißt Cremefestigkeit, könnt ihr auch eine Umfrage machen, dass man untersucht, wie kriegt man es hin, dass ein Lenkrad und andere Dinge, die häufig angefasst werden von Leuten im Jahre eines Autolebens, tatsächlich auch resistent sind gegen die Cremes, die Leute sich ständig auf die Hände schmieren. Und nicht, dass das Lenkrad dann langsam klebrig wird oder die Materialien sich auflösen zusammen mit UV-Strahlen und gleichem mehr. Also solche Sachen, das ist nichts zwingend Politisches, kann man glaube ich jetzt hier feststellen, sondern es ist eine Frage, wie kriegt man das gemeinsam hin? Das hat auch nichts damit zu tun, wie man verschiedene andere Sachen, also ganz viel im Bereich Normung und dergleichen, auch Statistiken und sowas wird dort gemacht. Und der dritte Teil, wir sind Veranstalter von mehreren Kongressen, wie auch diesen hier, jetzt diesen natürlich nicht, aber einfach verschiedene Kongresse, aber auch der IAA, das ist die Internationale Automobilausstellung, da gab es gerade dieses Jahr eine in Frankfurt, das ist die für Pkw und es gibt immer in Hannover, das ist hier ganz um die Ecke, eine für Nutzfahrzeuge nächstes Jahr. Das ist das, was der VDA-Verband macht, also klassische Lobbyarbeit, was wahrscheinlich vermutet wird, das macht er in Berlin und wir haben auch ein Büro in Brüssel. Wir machen Service und wir machen die IAA als Veranstalter. Unsere Beeinflussung von Mobilitätsverhalten, meine erste Reaktion, als ich diese Frage gehört habe, war gar nicht. Also wir haben jetzt keine Gehirnforschungslabors, wo wir versuchen, Leute aufs Auto zu trimmen, sondern das im Endeffekt funktioniert der Markt dort so, dass unsere Hersteller, unsere
Mitglieder versuchen, das Auto so attraktiv wie möglich zu machen, indem sie halt diese Autos am Markt anbieten und dann gekauft werden. Ob sie dann genutzt werden, ist natürlich eine Frage, die natürlich für uns auch relevant ist, aber wir sind nicht die Mineralölindustrie. Das heißt, wir verdienen da auch nichts dran. Wir sind nicht wie ein wie eine Telekom oder ein anderes Unternehmen, was quasi ein Handy mitliefert und dann quasi über den Minutenverbrauch und sonstigen Geschichten Geld verdient, sondern unsere Industrie verdient daran, dass die Dinger gekauft werden oder geleast werden, also eine andere Art von Nutzung, und dann quasi das Geld reinkommt. Aber natürlich beeinflussen wir insofern schon stark durch unseren ersten Strang, dass wir eine Interessenvertretung sind und versuchen, Rahmengesetzgebung zu beeinflussen, indem wir sagen, das sind unsere Positionen dazu, genauso wie NGOs. Wir können auch sagen, wir sind auch ein NGO. Meistens werden wir darunter nicht kategorisiert, aber im Endeffekt sind wir auch nicht governmental, die auch sagen, was da die Interessenlage ist. Die Politiker entscheiden dann im Rahmen ihres Gewissens dergleichen mehr. Meine persönlichen Einflussmöglichkeiten sind folgende. Ich bin Leiter Kommunikation. Dazu muss man sagen, ich bin nicht der Pressesprecher. Es gibt eine Presseabteilung, es gibt eine Kommunikationsabteilung, die unter anderem zum Beispiel auch ganz klassische Reklame macht für, nämlich kommt alle auf die IAA. Das ist ein wirtschaftlicher Standbein, das ist also dann Werbung. Aber auch die Frage, wie kommunizieren wir vielleicht nicht nur mit Politikern, sondern auch mit der Presse, sondern auch in vielleicht einem weiteren Umfeld, große Leitthemen. Da gibt es natürlich immer das Thema CO2, gibt es das Thema Klimawandel und Umweltschutz, was nicht das gleiche ist, wie wir alle wahrscheinlich wissen. Aber auch die Frage, wie sieht das Thema Infrastruktur aus? Aber auch solche großen Zukunftsthemen wie das Thema vernetztes Fahren, welche Chancen liegen da drin, aber auch Fragen, wie sieht eigentlich die Zukunft ohne Öl aus und wie kommen wir da hin? Und meine Aufgabe ist darin zu sagen, genau diese, sag ich mal, Verpackung, wie kriegt man das vielleicht für Nicht-Fachleute hin, das auch interessant und verständlich zu machen, was die Positionen sind, darzustellen. Ja, das Stichwort, wie sieht die Zukunft ohne Öl aus, das greifen wir, glaube ich, sofort noch auf. Aber ich möchte auch noch unseren vierten Referenten zu Wort kommen lassen. Martin Randelhoff ist Herausgeber und Gründer eines Blogs, nämlich des Blogs Zukunft Mobilität. Und er ist Gewinner des Grimme Online Award des letzten Jahres. Das soll schon was heißen, den kriegt man ja nicht für lau. Meine Fragen an dich. Was willst du mit deinem Blog erreichen? Dann wen versuchst du mit deinem Blog eigentlich zu erreichen oder gar auch zu beeinflussen? Also Gesellschaft, Politik, alle und so weiter. Und eine dritte Frage, die so ein bisschen auch daran überleitet, werden sie gerade schon mal zur Zukunft Mobilität auch global angerissen. Ist es ausreichend, die Diskussion um die Zukunft von Mobilität, also auch unserer Mobilität, auf nationaler Ebene hier zu führen? Okay. Guten Morgen erstmal. Also es ist immer ein bisschen gefährlich, mich nur auf diesen Blogger zu reduzieren, weil ich bin ja noch ein bisschen mehr, sag's mal so. Also ich studiere eigentlich noch Verkehrswissenschaften an der TU Dresden und ich fand Verkehr immer ganz toll. Ich fand es immer total faszinierend, Container-Terminals anzuschauen, so vom LKW auf den Zug und so weiter. Und ich wollte eigentlich immer was mit Logistik studieren und bin halt letztendlich bei Verkehrswissenschaften gelandet. Leider war das Studium sozusagen die ersten 2-3 Semester ein bisschen enttäuschend, weil eben nur Grundlagen dran kamen und Verkehr eigentlich gar nicht vorkam. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich schaue mal, was ich so selber machen kann, habe dann den Blog gegründet. Und ja, ich bin so ein bisschen reingewachsen. Also es war 2010, habe ich angefangen, habe immer so erklärt, naja, wie funktioniert Verkehr? Was ist letztendlich das, wieso sieht eine Straße oder ein Bahnhof so aus, wie er aussieht? Oder wie funktioniert ÖPNV? Wie gestalte ich einen Fahrplan? Und irgendwann kam halt mal so ein großes, schönes Verkehrsprojekt im Südwesten Deutschlands, das nennt sich Stuttgart 21. Und da hat man halt so ein bisschen erklärt, naja, wie plant man eigentlich so einen Bahnhof? Und das war sozusagen, ja, dieser kleine Durchbruch, weil alle Leute wissen wollten, was versemmeln sie gerade. Das ist sozusagen aber nicht das Einzige. Mittlerweile ist das eigentlich, also wen will ich erreichen? Also ich bin letztendlich so eine Instanz, die hauptsächlich erstens für Studenten da ist, aber auch für junge Wissenschaftler. Ich werde von komplett Industrie eigentlich gelesen, alle Verbände und so weiter. Dann nur kurz fragen, machst du den Blog mittlerweile noch komplett allein? Ich mache den noch alleine. Also ich weiß nicht, ob ich
von Deutsche Bahn bis Stadtwerke waren Eikel, sage ich immer gerne, obwohl die jetzt kein Kunde sind. Ja, und wie kann ich das beeinflussen? Also ich glaube halt einfach, wir reden über vor allem Bürgerbeteiligung und ich finde es halt wichtig, man muss erstmal wissen, wie Sachen funktionieren. Ich kann nur sehr schwer über Dinge entscheiden, die vielleicht für mich jetzt ganz einfach wirken. Also sozusagen, ich fahre Auto und die Ampel ist immer rot, irgendwer will mich hier in die Pfanne hauen, das ist aber jetzt nicht so, weil sozusagen es ist immer ein komplettes System, es ist immer ein komplettes Netz und ich kann halt nicht nur für das einzelne Individuum optimieren. Und das den Leuten zu erklären, ist halt sozusagen eine, ja, fast schon eine Lebensaufgabe. Und direkt beeinflussen, also zurzeit, wir sind von der Bundesregierung mit beauftragt, an den CO2-Emissionszielen für 2030, 2050 im Verkehr mitzuwirken. Ist auch ein spannendes Thema, weil da halt auch alle großen Player am Tisch sitzen, von Shell über Deutsche Bahn, Daimler und alle möglichen anderen auch. Ist auch mal ganz spannend, wie die dann miteinander umgehen. Ja, und so in die Richtung geht das. Also schauen wir mal. Genau, so. Und global, oder ob wir das sozusagen national auch diskutieren können. Also man muss immer sagen, Verkehr ist jetzt ja nicht was, was oder Mobilität ist ja jetzt nichts, was über auf der Welt vor gleichen Herausforderungen steht oder gleichen Stand hat. Also wir haben in West- und Mitteleuropa eben einen demografischen Wandel, wo wir vor allem auf dem Land große Probleme bekommen werden. Also es gibt ja heutzutage schon Teile Thürings oder in der Rheinland-Pfalz, da fährt nicht mehr ein Bus, also nicht mehr ein Schulbus, gar nicht mehr. Also das ist wirklich gerade am Kippen. Auf der anderen Seite haben wir halt Länder, vor allem in Asien, da entstehen Megacities, manche Leute sprechen schon von Gigacities mit 100 bis 150 Millionen Einwohnern. Das sind Städte, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und wir haben eine Urbanisierung und die Leute haben immer noch, also Städte sind massiv am Wachsen, das wird noch die nächsten Jahre weitergehen. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren die 1 Milliarde Fahrzeuggrenze auf diesem Planeten geschafft oder geknackt. Es gibt diese Prognose, dass es 2030 2 Milliarden erreichen werden, vielleicht, man weiß es nicht. Gleichzeitig, wenn wir uns unser Bild mal anschauen von Asiaten, von chinesischen Städten, zum Beispiel Shanghai, Hongkong, Peking, und wir überlegen, wie diese Städte sozusagen unser Bild oder in unserer Vorstellung vorkommen. Das ist halt 10-spurige oder Straßen komplett zugestaut. Wir hatten letztes Jahr oder auch dieses Jahr schon mit Smog und Grenzwerte, die um Faktor, ich weiß gar nicht, das war jenseits von Gut und Böse. Und das sind halt ganz andere Herausforderungen. Und ich glaube, man muss immer lokal denken und lokal auch die beste Lösung finden. Also es war ja gesagt schon, wir können zum Beispiel, China setzt halt mit Verboten für Verbrennungsmotoren sozusagen auf Elektromobilität schon. Also für Elektroroller zum Beispiel, es wird für Elektroautos auch immer kommen. Gleichzeitig hat man halt, man verstromt Braunkohle, was letztendlich noch weitaus klimaschädlicher ist, als wenn ich jetzt Öl verfahren würde. So. Auf der anderen Seite gibt es halt wieder ganz andere Herausforderungen bei uns. Also wie wollen wir letztendlich auf dem Land die Oma, die 80 ist und im Dorf wohnen vielleicht noch 5 Leute und die wir vielleicht nicht mehr hinterm Steuer sehen wollen oder die auch gar nicht mehr fahren will oder kann, wie wollen wir die letztendlich noch sozusagen an der Gesellschaft teilhaben lassen? Solche Fragen gibt es halt. Oder? Ich habe die Frage sehr bewusst gestellt, weil ich glaube, eins dürfen wir ja auch nicht vergessen, die Bundesrepublik Deutschland ist schon einer der großen internationalen Player. Und mit der wirtschaftlichen Stärke, die wir haben, das kriegen wir auch immer wieder mit, ja, die Kanzlerin reist oder der Außenminister reist und das wird ja eigentlich an großen Verträgen auch geschlossen. Und wie beeinflussen wir damit natürlich auch global oder in anderen Staaten ja das eine oder andere? Ich meine, wir entscheiden ja durchaus mit, und das wäre dann schon fast wie die Überleitung zur großen Industrie neben mir, aber da wollte ich noch gar nicht hin, wo welches Werk ja auch mit aufgebaut wird, welche binationalen Verträge wir machen, dass da ein Handel stattfindet und so weiter. Das heißt also, wir haben ja de facto trotzdem mehr Möglichkeiten, vielleicht auch das eine oder andere zu beeinflussen, als wir das manchmal haben wollen. Aber ich würde auch teilen, das eine ist vor der Haustür vielleicht anzufangen und das andere aber trotzdem zu gucken, wo man was macht. Ich würde aber trotzdem jetzt richtig einsteigen wollen, das Thema Personenmobilität, wo auch alle gefragt sind, und würde trotzdem an dich die Frage stellen, was ist denn deine Vision von Mobilität? Du hast gerade so verschiedene Sachen angerissen gehabt. Also wir beamen uns jetzt mal ins Jahr 2040, 2050. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, da wird jetzt auch noch viel passieren. Aber wie stellst du dir vor, dass da deine Mobilität abgewickelt wird? Welche Instrumente hast du und welche Verkehrsmittel nutzt du?
Also ich würde lieber 2025, 2030 nehmen, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir das. 2050, ich habe keine Ahnung. Lebst du noch? Sehr wahrscheinlich. Ja, ich hoffe doch mal. Also ich meine, iPhone kam auch aus, glaube ich, 2005 oder 2007 sogar. Und was das mit unserer Gesellschaft geändert hat, also ich möchte nicht weiter 2025 okay. gehen. Legt los. Also ich glaube, wir werden schon für mich persönlich. Ich kann mal zwei, drei Sachen skizzieren. Zum Beispiel, ich habe so eine Vorstellung von unseren Städten, vor allem den größeren Städten, den Ballungsräumen. Also ich frage mich immer, okay, wir haben ja letztendlich zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedene Technologien, die wir zurzeit entwickeln, zu kombinieren. Man könnte sich ja vorstellen, dass man in einer Stadt, sagen wir mal, 20, 25 große zentrale Tiefgaragen hat. Und man kann sozusagen sich morgens in seinem Bett über sein Smartphone ein Carsharing-Fahrzeug bestellen, das sozusagen elektrisch betrieben wird, wird in der Tiefgarage eben aufgeladen automatisch und ist sozusagen autonom gesteuert. Das bedeutet, ich liege in meinem Bett, kann mir sagen, okay, ich möchte zur Arbeit fahren, sage, ich möchte zwischen 7 und 8 zufälligerweise da ankommen oder später, man braucht jetzt nicht unbedingt diese starren Arbeitszeiten mehr. Und mein Handy stellt mir sozusagen meinen persönlichen Mobilitätsplan für den Tag zur Verfügung. Also sagt mir, okay, lieber Martin, du kannst jetzt zum Beispiel morgens mit dem Fahrrad hinfahren, aber abends, das wird irgendwie regnen. Also wenn du jetzt trocken nach Hause kommen willst, vielleicht ist das Fahrrad doch nicht für den ganzen Tag das beste Verkehrsmittel. Entweder du bist Bike-Sharing morgens und fährst mit dem ÖPNV zurück oder du machst es anders. Gut. Irgendwann sage ich, okay, ich möchte gerne mit dem PKW fahren. Und bestelle mir meinen PKW und der kommt sozusagen genau, wenn ich fertig bin mit dem Frühstück, vor meine Haustür gefahren. Ich steige ein, kann meine Mails und meine Zeitung. Kurze Erklärung, er kommt vor deine Haustür gefahren, computergesteuert? Ja, klar, oder? Vollkommen autonom. Ja, 25, 30, wieso denn nicht? Das schaffen wir technologisch, ist das jetzt nicht so die große Herausforderung mehr. Also wir haben noch schon ein paar, aber so groß ist der Technologiesprung nicht mehr. Okay. Und ich kann sozusagen, wenn ich dann in meinem Büro angekommen bin, fährt das Fahrzeug zum nächsten, entweder Fahrgast oder wieder zum Aufladen in die zentrale Tiefgarage. Das hat mehrere Vorteile. Wir könnten unsere Städte zum Beispiel komplett umbauen. Also wir wissen heutzutage schon, dass das ein Carsharing-Fahrzeug 5 private PKW ersetzt. Man kann, wenn man sozusagen komplett den privaten PKW-Besitz zurückdrängt, zum Großteil, sagen wir mal, um 70, 80%, da würden unsere Städten vor allem vom Platzangebot sehr viel mehr Fläche da sein, auch um andere Dinge zu machen, um Urban Gardening direkt vor der Haustür zu machen, wo heutzutage zum Beispiel ein Parkplatz ist und solche Sachen. Wir könnten das ganze System auch viel effizienter steuern, man könnte das zeitlich machen, dass sozusagen nicht mehr so, dass kein Stau mehr auftritt, weil wenn ich das Ganze zeitlich ein bisschen steuere und ich habe so eine zentrale Instanz, die alles koordiniert, kann ich das alles halt wirklich viel, viel reibungsloser abwickeln. Man hat keine Überlastung von gewissen Abschnitten und solche Sachen. Und das ist so eine Sache, die kann man machen. Und man kommt da komplett dann aber weg von so den privaten PKW-Besitz. Das ist für die Automobilindustrie immer nicht schön. Also, ich habe es mal Herrn Zetsche erzählt. Also der war dann nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Das war sehr lustig. Gehen wir doch gleich mal rüber an Dirk Evenson. Ist das eine realistische Vision? Muss man das ernst nehmen, was der Martin da gerade sagt? Und kriegen Sie oder kriegt ihr als Automobilindustrie jetzt nicht total Muffensausen, weil doch quasi das große Geschäftsmodell privater PKW-Besitz damit den Bach runtergeht? Also erstens ist es natürlich realistisch, dass 2025 wir autonomes Fahren oder hochautomatisiertes Fahren zumindest haben werden. Das ist technisch tatsächlich nicht mehr so viel Zukunftsmusik, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren aussah. Das ist schon jetzt mit bestehender Technologie zum großen Teil machbar. Hat ein paar juristische Hürden. Also von daher stimme ich dazu. Bei mir ist übrigens, diese Frage will ich jetzt noch kurz einschieben, wäre es die Vision für mich, dass die U-Bahn vor meiner Haustür endlich ausgebaut wäre und ich dann dort einsteigen könnte, statt noch hinzulatschen zum Hauptbahnhof. Und dass die Technik dann so weit ist, dass das Zeug auch endlich pünktlich ist und man das auch verlässlich ist, weil das eine der größten Herausforderungen ist übrigens für den ÖPNV, dass die Verlässlichkeit nicht immer gewährleistet ist, man dann so auf ein Fremdsystem angewiesen ist. Übrigens ist es ja auch beim Auto nicht so, dass man immer minutengenau ankommt, man hat aber das Gefühl, man ist selbst in charge, auch wenn man im Stau steht. Aber zur Frage,
irgendwie, funktioniert das alles über Carsharing oder nicht? Ich stimme da vollkommen zu. Die Frage ist nur, wie viele Leute wollen tatsächlich das Auto vorher bestellen? Oder wie viele Leute wollen das Auto trotzdem selber haben, auch wenn das nachher automatisiert fährt, auch wenn das irgendwo in der Tiefgarage steht? Das ganz klassisch wird der Markt entscheiden, wie das aussieht. Wie das Fahrzeug technisch aussieht, ich glaube, da liegen unsere Vorstellungen gar nicht so weit auseinander. Die Frage, ob daraus sich ableitet, dass das tatsächlich einen großen Schwung gibt von nur noch nutzen statt besitzen wollen, weiß ich nicht, weil ein Auto auch, einer der Gründe, warum Leute Auto fahren, ist private Zeit. Eine Kollegin von mir sagt, also die fährt, und die ist jetzt nicht, wir sind nicht alle brainwashed beim VDA, ne? Also wie gesagt, ich selber habe ja auch gar kein Auto, wenn man vorhin mal geguckt hat, wo das Handzeichen ist, aber die nimmt zum Beispiel morgens das Auto, obwohl sie eine S-Bahn-Linie hat, die sie direkt zur Arbeit bringen würde, und sagt sie einfach, das sind genau die 20 Minuten, wo ich nur für mich alleine bin. Zu Hause habe ich einen Mann und Kinder, hier habe ich Kollegen. Das sind die 20 Minuten, die ich hin und zurück habe, und das möchte ich in meinem eigenen Raum machen. Jetzt kommen wir zum Thema Carsharing. Eigenes Auto wie ein eigenes Zimmer. Das sind psychologische Momente, die tatsächlich Verhalten beeinflussen. Von daher werden wir dann sehen müssen, jenseits der technischen Entwicklung, wie denn tatsächlich Verhaltensökonomie aussieht. Eine ganz kurze Frage an die Technik. Funktioniert das blaue Mikro jetzt auch oder haben wir nur die zwei? Okay, das heißt, das könnte ich gleich im Saal auch umgeben. Eine Meldung habe ich schon registriert, kommt gleich. Ich wollte dir kurz noch. Genau, ja, ich würde da gerne anknüpfen, diese Funktion mit dem eigenen Zimmer. Natürlich hat das irgendwie was für sich, das sehe ich auch als Nicht-Autonutzer. Aber wir müssen uns trotzdem fragen, was wir uns dann noch leisten können, wenn wir mal die Schranken, die uns das Klima und die Umwelt vorgeben und auch die sozialen Folgen uns angucken. Und dann sozusagen, ja, der Markt entscheidet das alles. Also ich glaube, wir müssen schon an bestimmten Stellen Grenzen ziehen, wo wir uns einfach Dinge nicht mehr leisten können, weil die Folgen einfach nicht mehr tragbar sind. Und welches Instrument schlägst du dann vor? Also ich schlage vor, dass, also mir schwebt die Vision jetzt eher so vor, so ähnlich wie Martin, dass man vernetzte Mobilität hat, aber ich denke, der Staat muss überall im ganzen Land eine öffentliche Mobilität als Grundversorgung mit Mobilität, eine gute, eine zuverlässige öffentliche Mobilität sicherstellen, und alles, was dann Individualverkehr ist, das ist ein Luxusgut, was oben drauf kommt, was man machen kann, aber wo keiner drauf angewiesen sein sollte. Das fände ich ein ganz wichtiges Element der Vision. Und dann wäre auch noch dazu, wenn man sagt, der Markt entscheidet, gut, dann muss aber wenigstens müssen die Preise, die der Markt hat, dann das Reale widerspiegeln. Also dann geht es eben nicht mehr, dass wir wie heute den Autoverkehr massiv mit öffentlichen Mitteln bezuschussen, sondern dann müssen eben die gesamten Kosten des motorisierten Individualverkehrs auch von den Nutzern getragen werden. Und dann ist ein eigenes Auto schon lange, was nicht stattfindet, dann ist ein eigenes Auto schon lange nicht mehr so attraktiv, dann werden sich das viele Leute ganz anders überlegen. Also ich glaube, dass man da eine Menge drüber machen kann. Eine Nachfrage noch, wenn du jetzt davon sprichst, dass der Staat öffentliche Mobilität oder öffentliche Verkehrsmittel bereitstellen muss, von dem, was wir gehört haben, wie sich das Auto wandelt, sind dann solche Konzepte wie Carsharing, Car2Go im öffentlichen Verkehr in deinem Verständnis oder weiterhin im privaten? Ich denke, dass die näher am öffentlichen Verkehr sind und dass das zum Beispiel ein perfekter Zubringer sein kann auf dem Lande, wo ich eben nicht über jeden kleinen Weiler eine Buslinie haben kann. Dort hätte ich dann solche Fahrzeuge oder eben auch Fahrräder, könnten Elektrofahrräder sein, die mich zu dem öffentlichen Verkehr hinbringen, um die letzten Lücken zu schließen. Aber im urbanen Raum sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit und für irgendeinen motorisierten Individualverkehr. Und sowas muss damit auch öffentlich gefördert werden. Das ist ja sozusagen natürlich eine Verknüpfung gewesen. Ja, das klingt dann immer so, jetzt kommen hier die Linken, die alles nur öffentlich machen wollen. Aber wir fördern jetzt ja auch das Straßennetz massiv öffentlich. Also warum sollten wir nicht die weniger umweltschädlichen und weniger klimaschädlichen Verkehrsarten massiv öffentlich fördern, wenn wir wissen, dass das Umsteuern in die Richtung ist, wo wir eigentlich hingehen müssen. Alles klar. Susanne, und dann gebe ich auch gerne hier rein. Also wer noch was sagen möchte, bitte schon mal melden. Ich möchte mal kurz ein Beispiel aus der politischen Realität nennen. Wenn wir einerseits das Bedürfnis haben, die Städte anders aufzustellen. Ich glaube, dass wir in den Städten eine große Chance haben, hin zu einer autofreien Stadt zu kommen. Ein Einschub nur kurz, also bei der Diskussion um Elektromobilität haben wir uns noch nicht darüber unterhalten, welche Rohstoffe wir benötigen, um Batterien zu bauen, welche langlebige Dauer eine Batterie hat. Wir haben uns überhaupt noch nicht darüber unterhalten, wo der Strom herkommt. Wir haben uns nicht darüber unterhalten, ob wir unsere Bedürfnisse, die wir an unseren Lebensstandard inzwischen stellen, ob wir da nicht auch
aufgefordert sind, zu überlegen, ist das so noch verträglich und ist das so noch vertretbar? Also die Ansprüche, die ich formuliere, wie mobil mein privater Raum sein muss, damit ich Mobilität nutzen kann, ist das noch zumutbar, dass ich als jemand, die in einem Industrieland lebt, den Anspruch haben kann, es muss eine Infrastruktur für mich da sein, weil ich meinen Anspruch, dass ich in meinem ungestörten Raum von A nach B fahren möchte, um dann umzusteigen. Die Vernetzung muss der Staat herstellen, damit ich dann auch komplikationslos weiterfahren kann oder weitere Angebote nutzen kann. Genau das muss bezahlt werden, das Geld muss irgendwo herkommen. Und diese Ansprüche haben etwas zu tun, ja, die haben auch etwas zu tun mit Peak Oil, die haben etwas zu tun mit Rohstoffen, die verwendet werden für unseren Luxus, für unseren Lebensstandard, hat etwas zu tun damit, wer arbeitet am Ende dieser Wertschöpfungskette, für wie viel Geld, wie viel Rohstoffe ziehen wir aus den Ländern, um diesen Luxus finanzieren zu können. Das hat auch etwas zu tun mit der Güterprognose. Was sind das denn für Güter, die in den nächsten Jahren hochprognostiziert hier durch die Lande fahren? Und dann, ich komme zurück auf mein Ursprungsstatement, ist der Staat aktuell aufgrund der Gesetzeslage aufgefordert, Tank- und Raststätten vorzuhalten für diesen wachsenden Güterverkehr. Das bedeutet in Niedersachsen aktuell, wir haben eine Petition gehabt zur Raststätte Seevetal. In Seevetal, die Leute sind, finde ich, ohnehin wirklich arg gebeutelt. Die haben einen Güterverkehrsumschlag auf der Schiene im nördlichen Teil von Seevetal und im südlichen Teil soll jetzt diese riesengroße Tank- und Rastanlage gebaut werden. Das ist eine von weiteren 1000 Tank- und Rastanlagen, die zusätzlich gebaut werden müssen. Warum müssen die gebaut werden? Weil das Lkw-Aufkommen steigen wird, weil es prognostiziert, weil es steigen wird, weil wir einen steigenden Gütertransport als Transitland Deutschland zu verkraften haben werden. Und sie müssen gebaut werden, weil der Staat die Ruhephasen für die Lkw-Fahrer vorhalten muss. Der Transitverkehr läuft aktuell zu 38% von Speditionen aus dem Ausland. Die regionale Versorgung von Speditionen ist das Kerngeschäft eigentlich von Speditionen. Alles andere wird... Gehst du schon ganz stark in den zweiten Block der Güterdiskussion rein? Ja, ich wollte rein. Nur deutlich machen, was das heißt, wenn ich auf der einen Seite die Städte autofrei haben will, dann holt mich das auf der anderen Seite ein, was die Kosten betrifft. Und da bin ich ganz bei meinem Nachbarn. Wir müssen zum Beispiel auch über die Mautgebühren. Wir müssen wegkommen, dass die Mautgebühren nur auf Autobahnen erhoben werden. Warum denn nicht auch auf Bundes- und Landesstraßen? Mhm. Viele LKWs nutzen nämlich diese Straßen, um dorthin auszuweichen. Das hat für die Kommunen aber fatale Folgen. Die finanzieren nachher die Sanierung dieser Straßen und haben das Geld nicht mehr, um diese Straßen zu sanieren. Das heißt, wir schaffen zusätzlich, das hat ja nun auch die Bodewig-Kommission ergeben, wir haben ein völlig kaputtes Netz von Straßen und Brücken, müssen das finanzieren und gleichzeitig wachsen aber unsere Ansprüche. Ich glaube, wir müssen uns auch darüber unterhalten, in was für einer Anspruchsgesellschaft leben wir eigentlich. Oder von dem, was gerade angesprochen wurde, auch wenn wir... Wenn wir eben auch viel mehr Verkehr im öffentlichen Nahverkehr haben und einen guten und starken haben wollen, dann aber auch reinzugucken, kann der jetzige denn zusätzliche Kapazitäten aufnehmen und was fordert das dann auch noch von Aufbau? Da kommen wir gleich rein, aber trotzdem jetzt hier endlich die Frage, darf ich dich bitten, dir das blaue Mikro einfach zu nehmen oder dass es dir weitergereicht wird und wenn du vielleicht noch kurz deinen Namen sagst und die Frage. Doch, funktioniert. Also das war ja sozusagen jetzt nur eine erste Idee, die ist jetzt nicht komplett zu Ende gedacht. Es gibt da verschiedene, wir kommen danach noch auch im innerstädtischen Gütertransport ganz innovative Modelle mit so kleinen Boxen, die ich mir theoretisch ins Auto schieben kann und kann diese zu meinem Ziel wieder raus und so. Man kann natürlich das Fahrzeug auch behalten über einen gewissen Zeitraum. Das ist klar. Man muss es halt auch nur letztendlich dann auch bezahlen. Das ist einfach so. Also letztendlich die Idee ist dahinter, die
eigentlich, dass man sozusagen das auch bezahlt, was man in Anspruch nimmt. Ich glaube, wir haben, wie wir es vorhin schon hatten, wir haben halt sozusagen eine massive Diskrepanz in dem letztendlich, was wir für Kosten durch Verkehr verursachen und das, was wir letztendlich bezahlen. Es gibt da die sogenannte Idee des Mobility Pricing, die müssen wir auch damit reinnehmen, diese Caching-Idee oder auch den ÖPNV und alles Mögliche, indem man einfach sagt, okay, jeder Mensch bezahlt letztendlich die Kosten, die er auch selber verursacht. Das ist dann so, man zahlt pro Kilometer eben, wenn man mit dem Auto fährt, man zahlt aber auch pro Kilometer, mit dem man mit dem ÖPNV fährt, man zahlt auch den Kilometer, den man mit der Eisenbahn fährt oder und so weiter und so fort. Und letztendlich nur das, was du sozusagen läufst oder mit dem Fahrrad fährst, ist umsonst. Das gehört alles dazu. Und es gehört auch dazu, dass du sagst, okay, wenn du jetzt irgendwelche Güter hast, die du aufbewahrst, du kannst letztendlich das Fahrzeug selber benutzen, aber das Gesamtsystem, du nimmst da ja ein Element raus, da musst du auch mehr dafür bezahlen. Wenn du sagst, okay, du nimmst eine innovative Ladebox und kannst es irgendwie bei dir in der Arbeit oder bei dir zu Hause irgendwie zwischenlagern, dann musst du dafür nichts bezahlen. Das ist sozusagen, du nutzt es weniger und musst deswegen auch weniger bezahlen. Also es ist schwer zu erklären jetzt, weißt du, es geht auch alles jetzt. Aber es ist halt nicht so zu Ende gedacht, sagen wir es mal so. Es ist noch eine offene Idee. So. Die Vision beginnt. Wir hatten noch eine Frage. Magst du dir auch gerade das Mikro nehmen? Dann gebe ich dir einfach mal meins, weil das funktioniert. Ja, mein Name ist Wiebke. Also meine Frage ist jetzt, wenn das Ganze zentralisiert ist, ist es nicht auch ein Problem? Weil dann gibt es, okay, das sind wieder Horrorvisionen, zum Beispiel ein Fehler im System und die ganze Stadt liegt lahm. Was dann? Da würde ich vielleicht noch eine Frage meinerseits anschließen wollen, die da hingeht, wenn ihr das nochmal aufgreift. Wie muss man sich das denn in Zukunft vorstellen? Also sitzen wir dann, weiß nicht, zu Hause wie jetzt vor, also nehmen wir mal das Beispiel Telefonanbieter, da haben wir ja auch den Markt geöffnet, da sind ganz viele gekommen und wir sind permanent damit beschäftigt, wer ist das eigentlich der günstigste? Aha, der eine erhöht den Preis, damit habe ich ein Sonderkündigungsrecht, das mache ich und bin sozusagen alle Nase lang neu am Suchen, mit wem schließe ich was für Verträge an? Sind das dann zukünftig sowas wie Mobilitätsanbieter, die, weiß ich nicht, mir die Straßenbahn, aber nicht mehr den Bus, vielleicht noch von der und der Firma das Car2Go und aber nur die spezielle Fahrradausleihmarke gibt oder so. Was wird das? Und daran hängt doch in der Zukunft, glaube ich, auch, ob es gesellschaftlich tragfähig wird oder nicht. Also gibt es da schon Konkreteres? Knüpft da auch ein bisschen an. Ja, und euch habe ich drauf. Wer möchte, muss nicht. Ich sag nur ganz kurz, von wegen der zentralen Organisation. Es ist natürlich so, dass sozusagen unsere Verkehrsnetze mit der Informationstechnologie weiter wachsen müssen. Also letztendlich, dass man nicht nur einen Knoten oder eine zentrale Stelle oder Instanz hat, die alles verwaltet. Es gibt da verschiedene, das nennt sich Mesh-Netzwerk, das sind sozusagen lockere Netze, die immer neu gestaffelt werden und sozusagen die Fahrzeuge sich dann selber koordinieren. Das ist so eine Sache, die geht auch heute schon zum Teil. Es wird hoffentlich so sein, wenn dann irgendwie ein Rechner ausfällt, dass nicht alles zusammenbricht. So viel zu dem Thema. Aber wie gesagt, das ist ja erst eine Vision gewesen. Es gibt jetzt kein Konzept und es gibt keine Studie und es gibt keinen, was weiß ich, geschweige denn einen Anbieter, der sowas machen will. Da gibt es schon Protest so. Und der Dirk wäre auch dran. Dirk, Susanne Bernhardt in der Reihenfolge. Also das Thema, was du angesprochen hast, ist sehr wichtig und das ist auch der Grund, warum das, was wir unter das große Thema Vernetzung packen, was ja den Verkehr sicherer, verkehrsärmer, also die Mobilität verkehrsärmer machen soll und vor allen Dingen umweltschonender, warum das an dem Stadium ist, wo wir zurzeit sind und nicht schon viel weiter. Und das hat was damit zu tun, dass wir alle wissen, wie häufig wir Rechner neu starten, wie häufig wir Telefone neu starten, wie häufig die mal hängen bleiben, wie Sachen nicht funktionieren. Das alles darf es im Verkehr nicht geben. Das ist vollkommen klar. Also wir dürfen auch nicht irgendwie dieses Produktreif beim Kundensystem haben, dass man irgendwie dann nur 5-mal Updates hat, bis dann irgendwie dieses Programm auch wirklich funktioniert, weil Bugs sind auch im Verkehr einfach sicherheitsrelevant. Ein Auto darf nicht quasi abstürzen. Es darf nicht gehackt werden dürfen. Jemand, also mal ganz banal, auf neuen Fahrzeugen, die jetzt quasi über dem technischen Standard sind eines Tretrollers,
bremsen wir nicht mehr selbst. Wir geben auch nicht mehr selbst Gas. Dazwischen hängt Elektronik. Da gibt es Bremskraftverstärker dergleichen mehr. Das sind alles kleine Controller, die das alles sicherer machen. Nur wenn jemand darauf zugreifen könnte von außen über ein Datennetz und dergleichen und sagen, ne, den nehmen wir jetzt mal weg, den Bremskraftverstärker oder das Bremssignal überhaupt, dann haben wir quasi, können wir quasi ja ganz andere Sachen machen, also Horrorszenario. Deswegen gibt es jetzt einfach so ein Langsam-Projekt, um genau die Sicherheit zu machen. Aber ich glaube, es gibt schon, um jetzt zu sagen, warum das, es ist nicht ganz zur Zukunftsversion, da kommt genau dieses Spiel, was ich gesagt habe, was der VDA mit seinen Mitgliedern macht, rein. Das ist eine Frage von Standardisierung und Normung, die du auch aufgeschlossen hast. Nämlich, damit wir nicht 50 verschiedene Anbieter haben, damit vor allem die verschiedenen Systeme alle miteinander reden können. Die größten Datenmengen über das Thema Verkehrsverhalten liegen zurzeit bei den öffentlichen Verkehrsanbietern. Die behalten diese Systeme meistens gerne für sich. Nur dort ist natürlich genau die Frage, wenn ich etwas haben möchte, was intermodal ist, um dort auch tatsächlich diese Vision von verschiedenen, ich fahre mit dem einen Ding hin und fahre mit dem anderen zurück, muss ich natürlich diese ganzen Daten haben. Wer hat die Daten und wer ist dann nachher für die Abrechnung, wer ist dann nachher für die Sicherheit zuständig? Dafür muss es also nicht nur die technische Standardisierung und die Normung geben, sondern auch die Rechtsprechung, das zu setzen. Und natürlich stimme ich vollkommen zu. Es geht nicht nur ums Bedürfnis, sondern die Frage, wie dann mehrheitlich mehrheitlich bestimmt gesagt wird, welche Rahmen setzen wir uns denn, um unsere Bedürfnisse in diesem Rahmen stattfinden zu lassen? Oder wo müssen wir verzichten? Das reine Verzichtsappell, wissen wir, hat selten Erfolg, Mehrheiten zu schaffen. Sondern es geht darum zu sagen, es muss einen gesellschaftlichen Konsens, auch nachhaltigen gesellschaftlichen Konsens, weil irgendwann geht es ums Eingemachte. Also auch die Überzeugung. Auch die Überzeugung sein. Also mal ein Beispiel. Wenn man in Deutschland die Umfrage stellt, wer ist denn für Ökostrom? Dann kriegen Sie Zustimmung oder kriegt ihr Zustimmungsraten, die sind irgendwie an nordkoreanischen Wahlergebnissen dran. Wenn man sich anguckt, wer denn wirklich Greenpeace, Lichtblick, Greenpeace Energy, Lichtblick und dergleichen als Stromanbieter hat, und das ist ja nichts mehr, als mal für 5 Minuten ins Netz zu gehen und den Stromanbieter zu wechseln. Das ist ja klack, klack, klack gemacht und die Zusatzkosten werden den meisten Leuten auch nicht quasi Butter vom Brot schneiden, wenn man denn noch Butter haben möchte wegen vegan und überhaupt. Das heißt aber, die Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen, was wir wollen, selbst wenn es einen gesellschaftlichen Konsens gibt und das, was wir dann individuell machen, ist nochmal riesig groß und wir müssen erstmal zum Punkt kommen, dass wir überhaupt die Mehrheiten haben, nachhaltig, und dann noch das Verhalten anpassen, weil das, wenn wir das nicht tun, werden wir in eine Diskrepanz kommen, wo wir uns selber quasi zuheucheln, was wir alles für gute Menschen sind und das nicht tun. Das ist also quasi der Rahmenbesetzung, von daher stimme ich vollkommen zu, das ist ja hier auf der, sag ich mal, hier in der Mitte haben wir ja quasi die stärkeren politischen Vertreter. Geht es natürlich um Rahmensetzung, es wird über Verordnungen, es wird über Gesetze gemacht, aber die brauchen auch einen gesellschaftspolitischen Hintergrund. Dann gehen wir auch gleich weiter. Susanne. Das größte Chaos auf deutschen Straßen kennen wir alle. Wenn wir einen Schneeeinbruch haben, wenn die Straßen vereist sind und nichts mehr geht. Und was passiert in der Gesellschaft? Es bricht eigentlich nicht das Chaos aus, sondern die Menschen wissen, das geht jetzt allen so, das geht nicht nur mir alleine als Mensch so. Und ich habe den Eindruck, immer bei solchen Katastrophen entschleunigt die Gesellschaft. Sie fängt wieder an, ruhiger zu werden, besinnt sich auf häusliche Dinge und ist raus aus diesem Stress. Ich muss jetzt aktiv werden, weil das System jetzt nicht funktioniert. Ich bin jetzt als kleine Nummer in diesem System ausgefallen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Es läuft ja doch am nächsten oder übernächsten Tag wieder normal weiter. Aber in dem Moment hat sich Gesellschaft offenbar ein kleines Luftholen gegönnt. Das ist anscheinend so mit Katastrophen, dass sie so katastrophal denn doch nicht sind. Und die Busse, die dann nachher fahren und vielleicht verspätet an den Haltestellen ankommen, die fahren trotzdem. Die Züge, die ausfallen, weil sie nicht mehr fahren können, bedeuten für die meisten Menschen, sie kommen dann eben nicht zur Arbeit und sie kommen eben nicht pünktlich zu ihren Veranstaltungen. Auch deshalb bricht dann nicht die ganze Situation zusammen, sondern es wird eben das mit minimalen Möglichkeiten aufrechterhalten. Also da wäre ich vorsichtig, ob das wirklich so eine Katastrophe bedeutet. So ein Zusammenbruch eines ganzen Stadtsystems, genau. Darauf bezogen nochmal. ÖPNV, ich habe sehr viel Sympathie für zum Beispiel eine Abgabe aller für den ÖPNV. In dem Moment, wo alle Menschen diese Gebühr bezahlen müssen, könnten wir, wenn wir sie gezielt einsetzen, um den öffentlichen Personennahverkehr auf der Schiene und auf der Straße zu finanzieren, könnten wir
viele vielleicht noch mehr dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen und den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Wir könnten eine bessere Vertaktung herstellen, sodass nicht wie in meiner Stadt alle Viertelstunde nur ein Bus kommt, sondern vielleicht viel schneller, dass wir S-Bahn-Systeme in den Städten installieren könnten, also schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Das ist in erster Linie in meiner Sichtweise eine staatliche Aufgabe. Das ist Daseinsvorsorge, um Städte attraktiv und lebensfähig zu machen, aber auch um den ländlichen Raum attraktiv zu gestalten und zu machen, um da wohnen zu können und um Anbindungen zu haben. Dann finde ich es ein zweiter wichtiger Schritt, dass wir die Straßen endlich im Bewusstsein der Menschen als Fahrstraßen oder Fahrwege haben, auf denen auch Radfahrer und vielleicht andere, die auf Rollen sich fortbewegen, nutzen können. Das muss keine Autobahn sein, aber mindestens die Straßen in der Innenstadt könnten vielfach, und das machen ja auch einige Kommunen vor, könnten für alle gleichzeitig genutzt werden. Oder eine andere Flächengerechtigkeit damit zu erreichen. Und dann müsste man sich mal die Vision vorstellen, alles das, was wir für den Autoverkehr möglich gemacht haben und für den Lkw-Verkehr. Wenn wir das einfach mal umdenken und uns überlegen, das wollen wir für die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, dann hätten wir zum Beispiel Spuren, wo Fahrradfahrer ganz normal fahren. Wir hätten vielleicht eine Spur, wo die Schnelleren fahren. Wir hätten Servicestellen, wo man sein Rad aufpumpen kann, wo man eventuellen Schaden am Fahrrad beheben kann, alle 5 Kilometer so eine Servicestelle. Wir hätten eine regionale Stärkung, weil Menschen auf diesem Gebiet ihre Arbeitsplätze finden und das attraktiv finden. Wir hätten wahrscheinlich auch, was Design und Bau von Fahrrädern betrifft, noch vielfältige Möglichkeiten. Also wenn man sich das mal überlegt, welche Chancen das auch bietet, einfach in der Denkweise, sich so eine Infrastruktur vorzustellen, wie wir sie für Autos vorhalten. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge möglich und machbar. Man muss es nur politisch umsetzen und wollen. Beziehungsweise anfangen, genau. Ich würde dir gleich das Wort geben, da haben wir noch eine Meldung. Dazu auch noch den Ansatz, den autogerechten Umbau unserer Städte haben wir auch nicht von heute auf morgen gemacht, umso wichtiger auch immer nochmal in diesen Zeitdimensionen zu denken. Ja? Also der autogerechte Umbau der Städte hat circa 30 Jahre gedauert. Also von nach dem Weltkrieg haben wir dann angefangen und 60er und 70er Jahre auch nochmal, insbesondere in den Städten viel nachentkernt. Das heißt also, wenn wir heute das, was du gerade gesagt hast, auch wiederum anfangen mit allen Planungsprozessen und allem, was da dranhängt, also welche Notwendigkeit das auch wieder hat, da in den längeren Zeitraum zu gucken, damit wir da eben hinkommen. So, jetzt aber du, Bernhard, bitte. Genau. Ja, die Vision mit dem Fahrradverkehr, die gefällt mir super und ich würde da noch mehr draufsetzen. Zum Beispiel würde für mich sowas dazugehören wie Fahrradschnellwege, die in die Städte reingehen, die es an einigen Stellen schon gibt, wo man Menschen eben auch über etwas längere Strecken wie 15, 20 Kilometer dann pendeln mit dem Fahrrad ermöglichen kann und schon hat man wieder ein paar Leute aus dem Auto rausgebracht und andere Möglichkeiten gegeben oder grüne Achsen durch Städte, wo es eben wirklich attraktiv ist, mit dem Fahrrad zu fahren oder auch zu Fuß zu gehen, anstelle immer nur auf dem Randstreifen von den Straßen zu fahren, so wie im Moment oft das Schicksal des Fahrradverkehrs ist. Aber die Grundfrage eben war ja, wie ist das nun, wenn man diese ganzen parallelen Anbieter hat, die einem jetzt, der eine macht das Carsharing, der andere das Bikesharing. Ich glaube, dass das, also das können vielleicht unterschiedliche Leute, unterschiedliche Unternehmen sein, die das machen, aber das Ganze funktioniert nur richtig gut als Gesamtsystem. Und das sieht man jetzt, also wenn man es aufteilt, in welche, zu welchen Problemen das führt, sieht man jetzt zum Beispiel beim Bahnverkehr. Da hat man es ja mit der Regionalisierung 1996 gemacht, dass jetzt die Verkehrsverbünde da sind, die oft viel Positives für den Nahverkehr gebracht haben, weil sie eben die Verkehrsmittel besser vernetzt haben. Aber dass es jetzt innerhalb des Bahnverkehrs so viele kleine Abteilungen gibt, immer wieder andere Unternehmen, die eine bestimmte Strecke betreiben, dass dadurch eine Menge Probleme entstehen. Zum Beispiel weiß ich, wenn ich jetzt in mir fremden Verkehrsverbund komme, nie habe ich jetzt mit meiner Bahncard gerade 50% Rabatt, habe ich 25% Rabatt, habe ich gar keinen Rabatt, kann ich ein Ticket im Zug kaufen, muss ich es außerhalb kaufen, kann ich mein Fahrrad mitnehmen, wenn ja, was kostet es mich? Das sind alles Sachen, das ist eine völlige Kleinstaaterei wieder entstanden, die es mal nicht gab. Und das ist auch was, was den Umfragen zufolge Menschen erheblich daran hindert, den öffentlichen Verkehr zu nutzen, weil das eben unübersichtlich ist. Und davon müssen wir unbedingt wieder wegkommen. Oder eine andere Auswirkung ist, dass dann Regionalzüge nicht auf Fernzüge warten, wenn die verspätet sind, weil das eben andere Unternehmen sind, weil die ganz andere Interessen verfolgen, dass man nicht mal immer durchgehende Tickets kaufen kann und so weiter. Und ich glaube, da müssten wir uns eine Scheibe von den Schweizern abschneiden, die das sehr gut gelöst haben. Die haben nicht den direkten Verkehr im ganzen Land. Also da kann man für den gesamten öffentlichen Verkehr vom letzten Postbus irgendwo oben in den Schweizer Alpen bis zum Schiff über den Züricher See, kann man alles mit einem Ticket machen. Man hat immer die gleichen Rabattregelungen mit seiner Halbtaxcard oder seinem Generalabonnement.
Und da, das wäre meine Vision für den öffentlichen Verkehr, dass das zusammenläuft. Wer muss da jetzt tätig werden, damit wir da hinkommen? Da muss die Bundesregierung tätig werden. Das ist was, das kann man nur auf Bundesebene lösen. Das kann auch nicht eine Landesregierung lösen, so schön das wäre, sondern das geht nur auf Bundesebene. Und eine kurze Sache noch zu den Gesetzen, weil das eben jetzt wieder kam, so von der VDA-Seite, ja, der Markt entscheidet das. Ich glaube, wir müssen dem Markt eben an bestimmten Punkten auch immer Grenzen geben. Dort, wo es... Okay, die Demokratie... Okay. Aber jedenfalls wollte ich nochmal das Plädoyer dafür machen, dass man bestimmte Grenzen dort einzieht, wo man sagt, das ist einfach nicht tragbar. Und zum Beispiel SUVs, die über 10 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen, sind einfach nicht tragbar. Und da kann man auch mal, ohne die Freiheit allzu sehr zu beschneiden, ein Gesetz machen, was sagt, solche Autos dürfen nicht mehr verkauft werden. Und da ist ja nun der VDA doch sehr aktiv, genau solche Gesetze zu verhindern, so wie es zum Beispiel bei dieser Ampel auf EU-Ebene war, wo die Autokäufer sofort erkennen sollten, wie viel Sprit verbraucht denn eigentlich das Auto, sollte es ein grünes, gelbes und rotes Licht geben. Und dann hat die Autolobby doch mit durchgesetzt oder erheblich durchgesetzt, dass dann das Gewicht damit eingerechnet wird, was dazu führt, dass eben gerade die großen und schweren Autos da doch wieder ganz gut abschneiden, weil die bezogen aufs Gewicht nicht so schlecht sind. Aber das ist ja nicht die Grundfrage, wenn wir uns um die Umwelt und ums Klima Gedanken machen. Jetzt, wir haben noch eine Frage. Ja, gleich auch. Aber ehrlich gesagt würde ich die ganz lange Frage noch aufnehmen wollen gleich. Und genau, damit haben wir ja noch ein ganz neues Thema, nämlich das Thema Verbot oder wie stark darf Staat Einfluss nehmen. Aber an dich. Danke. Ja, ich bin Pia. Und mir kommt es ganz oft zu hören, dass der Bahnverkehr ja immer teurer wird. Jetzt zum Ende des Jahres soll er wieder um 2,5% teurer werden und es wirkt ja ganz klar dagegen. Und jetzt hat ja auch die Bahn noch eingeführt, dass das Niedersachsen-Ticket, dass man das nicht mehr kaufen kann und sich 4 Leute suchen kann und sich denken kann, so jetzt fahren wir zusammen und sparen was. Nein, die haben jetzt eingeführt, dass man, wenn man direkt bezahlt, dass man auch angeben muss, wie viele Personen man hat. Und das führt ja dazu, dass man diese Mitfahrgelegenheiten, dass man das ja irgendwie unterbindet und dass die Bahn davon wieder profitiert. Und das führt ja nicht dazu, dass wir versuchen, Ausstoß zu minimieren oder auch einfach zu gucken, dass es günstiger wird. Ich höre auch von ganz vielen Menschen, die einfach sagen, du, ich nehme lieber das Auto, weil der Bahnverkehr einfach zu teuer ist. Und das finde ich ein ganz großes Problem. Und ich bin eindeutig dafür, dass der öffentliche Nahverkehr einfach umsonst sein sollte. Ja, natürlich muss man gucken, wie man das regelt, aber es ist einfach ein ganz großer Punkt, weil ganz viele sagen einfach, mein Auto ist günstiger. Ja gut, wenn jetzt es mit dem Öl jetzt anfängt, ist es natürlich auch fraglich wieder klar, wie viel es da noch gibt, aber das ist ein Problem. Genauso finde ich auch das Problem, diese grünen Bahnfahrkarten sind auch schön und gut. Man bezahlt da ja auch viel mehr für, aber wie viel Strom ist dann wirklich ökonomisch und wie viel ist nicht doch von der Atomkraft oder vom Kohlekraft? Und das finde ich einfach unmöglich. Ich bin Hans und vielleicht ein bisschen daran anschließend, es war ja vorhin die Idee dieses Mobility Pricing und auch so ein bisschen die Idee, dass man einfach so eine generalisierte Abgabe macht für die Mobilität. Und es gibt halt nun mal Menschen, die sind nicht so bemittelt und das ist dann vielleicht auch, wenn man general bezahlt, ein bisschen problematisch. Also deswegen ist meine Frage, wenn man das Ganze tatsächlich vielleicht zu einer Pflicht macht, wie zum Beispiel auch eine Steuer und einfach eine allgemeine Grundsteuer zahlt, sodass jeder das zahlen muss und sozusagen dann selber entscheiden kann, wie viel er das auch ausnutzt, ist das eine Möglichkeit. Und dass dann halt in dem Sinne auch die Leute, die zurzeit ja auch keine Steuern zahlen, weil sie die Mittel nicht haben und sowieso auch schon unterstützt werden, die Möglichkeit haben, dann tatsächlich den Verkehr kostenlos zu nutzen. Die aber in Arbeit sind und Geld verdienen, auch dann das Ganze finanzieren. Weitere sehe ich gerade nicht. Dann darfst du erstmal weitermachen. Ich wollte nur kurz auf die Frage der, wie nennt sich das Ding? Nicht die Ampel, sondern es ist die Auszeichnung, wie die CO2-Assistenzklasse, danke, schön. wie die Ausgrenzung, es gibt tatsächlich diese Diskussion, die wir schon länger gehabt haben im Vorfeld, ob es quasi ein absoluter Wert und ein relativer Wert da ist. Also absolut, sprich viel ist viel und wenig ist wenig, was natürlich dafür einiges spricht. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich die Marktsteuerung hat, die gewünscht ist damit. Also es gibt nämlich die eine Frage, möchte ich einfach nur sagen, SUVs sind doof und das soll auch jeder SUV-Fahrer sehen. Das kann natürlich auch eine politische Zielsetzung sein. Die Frage ist, wie wollen sich ein potenzieller SUV-Fahrer davon überhaupt beeindrucken lässt.
Die zweite Frage ist, oder möchte ich jemand, dass der jemand sich entscheidet, ob er jetzt ein, der sich meistens schon für eine Fahrzeugkategorie entschieden hat, also weil das Portemonnaie vielleicht nicht mehr hergibt, oder man sagt, ich will auch einen Kleinwagen haben, oder ich möchte einen Family-Van haben, oder ich möchte eine normale Kompaktklasse haben, was ja das größte, quasi das klassischste Modell ist. Und dann sich entscheidet, innerhalb der Kompaktklasse möchte ich aber ein besonders effizientes Auto haben. Wenn ich einen absoluten Ansatz habe, habe ich diese Differenzierung nicht mehr, weil wahrscheinlich alle Kompaktklassen irgendwie gelb sind. Obwohl dazwischen in dieser Kompaktklasse es sehr wohl deutlich Unterschiede in der CO2-Effizienz gibt. Sprich, der Ansatz, den die Automobilindustrie, nicht nur die deutsche, sondern auch europaweit vertreten hat aus dem Grund, ist die Sache, lass uns, die Marktsteuerung wird mehr dadurch stattfinden. Übrigens ist es natürlich auch deutsches Interesse gewesen, weil die meisten deutschen Fahrzeuge in der jeweiligen Klasse effizienter sind als die ausländischen Hersteller. Also durchaus Eigeninteresse, vollkommen klar. Aber wie kommt denn eigentlich eine Autokaufentscheidung zustande? Oh, ich nehme jetzt doch kein SUV, sondern nehme ein Mini. Machen wahrscheinlich SUV-Fahrer, kriegen sowieso quasi den Gegenwind von den Leuten, die sagen, dass SUVs doof sind, weil sie asozial sind. Oder lassen sich davon gar nicht beeinflussen. Sondern die Frage ist, was ist marktsteuernder innerhalb der einzelnen Fahrzeugklassen? Das ist die Einschätzung, die wir haben. Wir haben auch nicht das Gefühl, übrigens ist es auch schwerer für ein SUV, ein grünes Label zu bekommen und sehr viel leichter. Die Frage, die wir wirklich hätten stellen können, die ist aber interessanter, welchen Scope nimmt man denn darauf? Also sprich, ab wann kann denn ein Fahrzeug auch in einer hohen Fahrzeugklasse einen günstigeren CO2-Effizienzwert haben? Und wie sieht er bei den Minis aus? Aber die Diskussion ist so nie geführt worden. Die anderen Fragen, die jetzt gekommen sind, glaube ich, würde ich lieber an die weitergeben, die näher an der Politik dran sind. Ich habe eine persönliche Meinung, dass ich eigentlich sagen würde, ich glaube, es darf. Also, es gibt in diesem Label tatsächlich den absoluten CO2-Wert, der groß genannt wird. Also sprich, 150 ist tatsächlich mehr als 97. Und es gibt die Ampel, die da drunter ist. Also das heißt, dieses Ding ist ja nicht nur quasi eine Ampel, wo nichts dazusteht, sondern es ist im Endeffekt ein komplettes DIN A4-Blatt im Endeffekt im Handel. Und dort steht sowohl der Verbrauch drauf, als auch die CO2-Emission, als auch das. Also sprich, die absoluten Werte sind alle da. Die Ampel jedoch, das ist der zweite Teil dieses Blattes, richtet sich auf diesen relativen Wert im Moment. Da ärgern sich manche Leute früher. Ich finde das gar nicht so falsch. Ich glaube, ich hätte aus Umweltsicht eher die Diskussion geführt, welchen Slope nimmt man da? Also sprich, wie streng sind denn diese Geschichten? Aber ich finde den absoluten Ansatz, glaube ich, hätte nicht die Wirkung gehabt, außer der Stigmatisierung von Leuten, die wahrscheinlich sich darum gar nicht kümmern. Ja, und zwar ist es jetzt ja so, dass VW und Porsche sich zusammengetan haben. Und kann man das auch formulieren? Ja. Ja. Und das... Also ich habe schon viel mit Leuten darüber geredet und auch mit Kritikern und so. Und man kann es auch so sehen, dass Porsche versucht, das zu umgehen, dass die mehr CO2 ausstoßen können. Weil VW baut ja eindeutig Autos, die weniger ausstoßen. Und dadurch haben die, sag ich mal, diese Belastgrenze haben sie noch. Mhm. Und so sagen sie sozusagen, sie nehmen Porsche-Autos mit rein. Und dann haben sie das so dann kann Porsche sozusagen Autos bauen, die mehr ausstoßen, weil VW da mehr drauf achtet. Und so umgeht ja Porsche eigentlich das Gesetz. Und was kann man da konkret tun? Das würde mich jetzt auch interessieren von den Grünen. Soll ich trotzdem darauf antworten oder nur die Grünen? Doch. Ich könnte auch darauf antworten. Also erstens bin ich dann doch nur Verbandsvertreter und kann jetzt nicht kommentieren, wie einzelne Unternehmen sie entscheiden. Natürlich ist es so, dass der Flottenaufstoß, so wird das genannt, sich berechnet auf das gesamte Konzernunternehmen, und VW als einer der größten Hersteller der Welt hat ja sehr kleine Fahrzeuge als auch sehr große Fahrzeuge, auch unter der eigenen Marke. Der Phaeton ist jetzt auch kein Kleinwagen, aber mit einem geringeren Marktanteil wahrscheinlich als die Porsche Gesamtfamilie, schätze ich mal. Das wirkt sich so aus. Ob die das nur aus dem Grund gemacht haben, ich glaube, dass die Welt ist tatsächlich dort etwas komplexer gewesen, und das Verfahren war ja auch durchaus komplexer. Aber es ist durchaus so, dass natürlich die Herausforderung für BMW oder Mercedes oder Daimler als Unternehmen eine andere ist als die für Volkswagen als Gesamtkonzern. Sie aber in der Summe ja auch nicht nur für den deutschen oder europäischen Markt produzieren, sondern auch für den internationalen, wo es wiederum andere Gesetzgebungen gibt. Das heißt, es ist
man kann wahrscheinlich solche unternehmerischen Entscheidungen nicht nur auf dieser Grundlage entscheiden. Ich glaube, dass da viele Faktoren dazu geführt haben, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, also wie gesagt, das Interesse, schätze ich mal, war komplexer als nur dieser Hintergrund. Ich glaube, dass auf alle Fälle, weil das ist ja auch klar, alle Fahrzeuge effizienter werden müssen. Auch die Porsches haben jetzt ein Hybrid dargestellt. Aber jetzt grün? Es hat auch ja etwas mit der Zertifizierung zu tun, mit diesem Zertifikatehandel. Ich glaube, dass auf Bundesebene das dringend überprüft werden muss, ob zum Beispiel Emittenten mit starkem Ausstoß sich das relativieren lassen können, wenn sie vielleicht zum Beispiel Zweige oder Produktionseinheiten haben, wo weniger rauskommt, wo aber dann der Durchschnitt genommen wird, sodass man eine Einheit hat, die einen hohen Ausstoß hat und eine andere, die einen geringeren Ausstoß hat, und dann relativiert sich das über die Zertifizierung. Das finde ich nicht glücklich, und das ist natürlich auch nicht das Übel an der Wurzel packen, sondern das bedeutet ja eigentlich so das Mittelmaß halten. Aber ist das Mittelmaß nicht ohnehin schon zu viel? Das ist aber das ist auf Bundesebene, finde ich, dringend zu überprüfen. Ich wollte zurück auf die ÖPNV, auf den Anstoß, den ich gegeben hatte, der ja auch nicht von mir kommt, aber das ist eine wirklich interessante Überlegung, dass alle Menschen etwas dazu beitragen. Das muss natürlich sozial gerecht sein, in welcher Funktion, ob als Steuer oder als Abgabe, weiß ich nicht, aber wenn man das deutschlandweit machen würde oder vielleicht sogar europaweit, dann hätte man einen ÖPNV, der finanziert würde über diese Abgabe gezielt, wo wir ein Schienensystem zusätzlich vielleicht bereitstellen könnten und die Menschen eben auch nicht kostenlos, aber immerhin fahrscheinkartenlos diesen ÖPNV nutzen könnten, wo sie ihre Fahrräder reinfahren könnten und wo sie an anderer Stelle mit dem Fahrrad wieder weiterfahren könnten, wo sie vom Bus in die Straßenbahn, von der Straßenbahn in die Bahn umsteigen könnten. So etwas fände ich für die kommenden Jahre eine gute Zieloption, sich darüber Gedanken zu machen. Es entlastet ja auch viele Verkehrsbetriebe, wenn sie zum Beispiel diese Kontrollen nicht mehr durchführen müssen. Es entlastet Verkehrsbetriebe, wenn sie die ganzen Fahrkartenautomaten mit den Folgekosten und den Wartungskosten, das hat mich echt vom Hocker gehauen, wie teuer sowas ist, um diese bescheuerten Fahrkartenautomaten zu warten. Also all diese Kosten, die könnte man ja gut investieren in einen guten Service dann innerhalb der Fahrzeuge, und könnte man investieren in eine gute, ausgebaute, in einen guten ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr. Ja, von mir noch ein letzter Satz zur Ampel, weil ich hatte das ja angezettelt. Aber ich sehe nicht dran, was so schlimm sein soll, wenn man den Leuten so ein gewisses Stigma gibt. Das ist natürlich die berechtigte Frage, ob das die Leute, die den SUV fahren, wirklich interessiert. Aber zumindest kann man denen doch sagen, dass das extrem klimaschädlich und umweltschädlich und sozial unverträglich ist, selbst wenn sie den effizientesten SUV fahren. Also die Frage ist, ja, sehe ich nicht, wenn das die Ampel so macht, weil die Ampel ist das, was ins Auge fällt. Aber gut, das ist, glaube ich, eine Seitendiskussion, die jetzt nicht den ganzen Tag füllen sollte. Die Frage ist, wer das produziert. Genau. Der SUV-Fahrer ist ja nicht der geborene SUV-Fahrer. Der hat ein Angebot irgendwann und hat damit mit dem Angebot die Idee, das brauche ich jetzt. Genau, ich sehe das. Aber wenn es diesen Wagen gar nicht gegeben hätte, hätte der sich vielleicht zufrieden gegeben mit einem anderen Fahrzeug. Also deshalb das Angebot, was der Markt schafft, schafft Begehrlichkeiten. Genau. Ich sehe das auch so, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass der sich anders entscheidet. Der ist nicht damit verheiratet, ein SUV zu fahren, sondern könnte auch ein anderes Auto fahren. Aber vielleicht, jetzt geht's kurz, ging es ja um die Frage mit den Bahnpreisen. Also das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, dass die immer teurer werden. Ich recherchiere das für unser Bündnis Bahn für alle immer einmal im Jahr, und das ist so, dass die seit 2003, seit das Preissystem umgestellt worden ist, nur seitdem kann man die wirklich vergleichen, sind die Preise bei der Bahn im Fern- und Nahverkehr doppelt so stark gestiegen wie die Inflation. Das ist ein wirkliches Problem, und die Ursache sehe ich da drin, oder das drängt sich eigentlich auf, dass das die falsche Konstruktion der Bahn ist. Also weil die Deutsche Bahn eben als Aktiengesellschaft aufgestellt ist, und die gehört zwar noch, weil wir die Privatisierung zum Glück verhindern konnten, uns allen, aber die versteht sich als privatwirtschaftliches Unternehmen und hat das oberste Ziel, maximale Gewinne zu erwirtschaften. Die natürlich immer, denen stehen die ganzen Subventionen gegenüber und so, ob das reale Gewinne sind, ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber das ist ihr Ziel. Und ihr Ziel ist nicht, einen maximal guten und zuverlässigen öffentlichen Verkehr für das Land bereitzustellen, was eigentlich aus meiner Sicht ihr Ziel sein sollte.
Und das soll sie dann natürlich in einem gewissen Kostenrahmen machen. Also ich bin auch kein Fan von der alten Beamtenbahn, die dann immer so als Feindbild gezeigt wird und so weiter. So, das kriegt man aber auch besser hin. Zeigen uns wieder mal die Schweizer, die das auch komplett in öffentlicher Hand haben und die das auch in einem sehr vernünftigen Kostenrahmen hinkriegen, aber einen sehr viel besseren öffentlichen Verkehr dadurch haben. Und jetzt war noch die Frage zu der Flatrate, ob das dann nicht sozial unverträglich ist. Also ich bin auch ein großer Fan von so einer Flatrate-Lösung, dass also alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen und man das dann zumindest im Nahverkehr kostenlos benutzen kann. Und die Antwort von mir wäre, das ist einfach einkommensabhängig. Also Leute, die auf Hartz-IV-Niveau leben oder überhaupt kein eigenes Einkommen haben, die tragen eben dann nichts dazu bei und andere Leute mit höherem Einkommen tragen entsprechend mehr dazu bei. So funktionieren ja viele Steuern in unserem Land und ich sehe nicht, warum das nicht genauso gerecht sein sollte, das auch für den öffentlichen Verkehr so zu tun. Und eine andere Frage wäre noch, ob man nicht da ein bisschen von den Franzosen lernt, die nämlich auch die Unternehmen ganz erheblich an der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs beteiligen, weil die ja dadurch, dass ihre Arbeitskräfte über den öffentlichen Verkehr in die Unternehmen kommen, auch erheblich davon profitieren. Und warum sollen die nicht auch mit dafür zahlen? Ja, also bei der Deutschen Bahn muss man, glaube ich, endlich mal von dieser schönen Idee wegkommen, dass die Deutsche Bahn die Züge optimiert oder dahingehend optimiert, dass die Auslastung maximal ist. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass der Gewinn pro Zugfahrt maximal ist. Und das ist einfach auch eine politische Entscheidung, die haben wir damals. Es ging jetzt nicht um Privatisierung, sondern es ging eben um eine kapitalmarktfähige Deutsche Bahn. Also das Ziel Privatisierung stand schon noch da. Es wurde halt nie 100% beschlossen, dass man es privatisiert. Also man hat sich dann immer so rumgeeiert und wie die Lage eben war, hat man entweder ein bisschen mehr auf die Tube gedrückt oder ein bisschen mehr gebremst. Wenn ich mal eine wirklich breite gesellschaftliche Diskussion in Deutschland haben würde, mit Volksentscheid, wo wir erstmal die Grundlage mal auf Bundesebene schaffen müssten, dann würde ich gerne mal die Bürger der Bundesrepublik Deutschland fragen, was für eine Bahn sie wollen. Das wäre mal für mich eine Frage. Möchten Sie eben, dass Sie einen global aufgestellten Logistikkonzern haben? Möchten Sie zum Beispiel, dass zum Beispiel Auslandsaktivitäten und zum Beispiel der Teile des Schienengüterverkehrs, wie auch immer, zum Beispiel privatisiert werden und die Gewinne dann komplett ins Netz reinvestiert werden? Wir haben sehr großen Erhaltungsbedarf auch im Schienenbereich. Wir reden immer über Autobahnen und die Brücken und irgendwie Bröckelrepublik Deutschland. Über die Schiene redet da auch nicht so viel. Es wird auch nicht so viel geredet. 2/3 der Brücken der Deutschen Bahn sind genauso erhaltungsbedürftig. Im Güterverkehr haben wir jetzt schon eine sehr große Wettbewerbssituation. Ob jetzt DB Schenker Rail unbedingt da noch der große Player sein muss, weiß man auch nicht. Muss man diskutieren. Nahverkehr, privat, staatlich und so weiter. Alles Möglichkeiten. Ich würde darüber gerne mal die Bevölkerung wirklich befragen, was für eine Bahn wollen Sie? Ich wäre auch so jemand, der sagt, okay, was für ein Netz wollt ihr haben? Wollt ihr Hochgeschwindigkeitsstrecken? Wollt ihr lieber in der Fläche und so weiter? Genau das, was man zum Beispiel in der Schweiz gemacht hat damals. Ich meine, die Schweiz ist immer so das Vorbild, was immer benutzt wird. Natürlich ist ein viel kleineres Netz, viel eine andere Struktur. Und sie haben keine Autoindustrie, aber gut. Dafür haben sie sehr viel Transitverkehr, aber gut. Das ist so eine Sache, kann man mal drüber reden. Thema Bürgerticket, umlagefinanzierte ÖPNV. Ich persönlich finde die Idee auch charmant. Ich muss aber mal kurz darauf hinweisen, dass es da ein kleines systemisches Problem gibt. Und das ist einfach sozusagen, wie unsere Gesellschaft, unsere Arbeit und alles organisiert ist, Schulen und so weiter. Wir haben 2 Hauptverkehrszeiten, morgens und abends. Und ich muss, das ist sozusagen, da gibt es eine Spitzennachfrage. Und ich muss als ÖPNV und als Verkehrsunternehmen meine Kapazität anhand dieser Spitzennachfrage ausrichten. Das bedeutet, ich muss mindestens die Busse fahren und Straßenbahnen und Züge, die ich sozusagen in der morgendlichen Hauptverkehrszeit brauche. Ziel des Bürgertickets ist ja zum einen erstmal den ÖPNV-Finanzierung auf breitere Bahnlinien zu stellen, aber natürlich auch Verkehr zu verlagern, vom Auto auf den ÖPNV oder auf öffentlichen Verkehr allgemein. Ich muss natürlich überlegen, okay, wie kann ich letztendlich diese Mehrkapazität, die ich da einfach brauche, weil ich will ja, dass mehr Leute fahren, also muss ich mehr fahren. Wie kann ich das bereitstellen? Und wir haben heutzutage schon Probleme, letztendlich unsere Fahrzeuge genauso wie die Strecken entsprechend zu finanzieren. Und auch mit der Einführung eines Bürgertickets wird das nicht unbedingt einfacher. Weil wenn ich ein Bürgerticket einführe, muss ich auch die Kapazität bereitstellen. Das bedeutet, ich muss vorab investieren. Und wir schaffen es ja nicht mal, den Status quo richtig zu erhalten.
Und das ist so eine Frage, die muss mir jeder Unterstützer eines Bürgertickets, sei es steuerfinanziert, wobei da versichert es mir im allgemeinen Haushalt, oder sei es abgabenfinanziert, also letztlich zweckgebunden, muss mir das erklären vorher. Und wer das nicht kann, der kann auch kein Bürgerticket oder einen umlagefinanzierten ÖPNV einführen. Das ist einfach meiner Meinung nach nicht möglich. Generalabonnement in der Schweiz ist genauso. Das wird finanziert, die Menschen zahlen dafür sehr viel Geld. April, Mai, dann ist sozusagen das Geld, was da eingenommen wurde, ja, der Rest zahlt letztendlich der Staat oder letztendlich über Querfinanzierung auch in der Schweizerischen Bundesbahn, muss man auch dazu sagen. So, wir haben jetzt, bevor es gleich noch weiter... Ich wollte noch ganz kurz einmal sagen, indirekter Nutzen, ganz wichtig, also was er gesagt hat, es ist ja nicht nur der Fahrgast, der vom ÖPNV profitiert, es profitieren Grundstückseigentümer, weil Grundstückswerte durch die bessere ÖPNV-Ausschließung wachsen. Es profitiert der Handel, es profitieren Geschäfte, es profitieren Arbeitgeber. Und ich finde, wir sollten, es gab in den 70er, 80er Jahren schon mal die Diskussion, ob wir sozusagen den indirekten Nutzer auch bezahlen lassen dafür. Und ich bin dafür ein großer Fan. Wir können, also wir wissen nicht, wie wir ÖPNV oder Generellverkehr ab 2019 wirklich finanzieren. Das ist so ein Loch, was sich die Politik, der Bund hat sich sozusagen aus der Verantwortung ein bisschen rausgeschoben. Er hat sozusagen den Ländern alles aufgedrückt, die Kommunen, schaut mal, wie er zurechtkommt, wir machen das nicht mehr. Und wir müssen unbedingt darüber diskutieren, wie das ist. Das ist sozusagen, in der politischen Diskussion kommt es gar nicht vor. Und wir werden ein Riesenproblem bekommen, wenn wir jetzt nicht innerhalb der nächsten 2-3 Jahre dieses Problem endlich gelöst kriegen. Wir stehen ab 2019, 2020 da und wissen nicht weiter. Genau. So ist es. Er spricht das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz an, so heißt es nämlich, das ausgelaufen ist, einer der größten Förderungen. Wir haben jetzt zwei Punkte, die sich hier, den Güterverkehr werden wir, glaube ich, leider gar nicht mehr schaffen, auf die wir uns jetzt so ein bisschen versteift haben. Das ist das eine, nochmal die Finanzierung auch. Und was mir im Augenblick fehlt, ihr seid, oder auch was von den Ideen gekommen ist, sehr stark daran, wo kriegen wir das Geld her? Wer kann denn mal beziffern, welches Geld wir eigentlich brauchen? Ich finde es gesellschaftlich ziemlich schwierig. Also gibt es irgendwo Zahlen? Was kostet uns denn die gesamte Organisation unseres öffentlichen Nahverkehrs? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Sind die euch bekannt? Was brauchen wir, damit die Bahn kostenlos wäre? Was brauchen wir, damit der ÖPNV auf dem Status quo, wie wir ihn vielleicht gerade haben, kostenlos wäre? Dann, ihr formuliert zu Recht, es werden dann mehr auf den ÖPNV umsteigen, oder das ist das große Interesse, wie ich es hier vernehme. Das heißt, wir müssen auch noch ausbauen, über welche Summen sprechen wir dann eigentlich und wie hoch, und daran hängt dann ja sehr spannend auch die gesellschaftliche Akzeptanz einer solchen Umlage, ich würde es jetzt mal eher so formulieren, würde die denn dann werden, und dann würde ja darüber die gesellschaftliche Diskussion noch losgehen, ist das überhaupt mehrheitsfähig? Also ja, diesen Punkt, was brauchen wir eigentlich, und dann zu überlegen, wie wir es finanzieren, dieser Schritt fehlte mir gerade noch. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen. Ja, jetzt würde ich aber sagen, jetzt ging es gerade wieder zurück. Dirk hatte sich auch schon lange gemeldet. Nochmal zu dem Thema, sonst würde ich sagen, machen also wir nochmal die Frage. Ich kann kurz zwei Zahlen sagen. Also generell ÖPNV waren, glaube ich, Kosten, also jetzt öffentlicher Verkehr, also Schienenpersonennahverkehr und Straßenpersonennahverkehr. Das waren, glaube ich, 29 Milliarden pro Jahr. Und davon sind ungefähr 9 bis 10 Milliarden Fahrgeldeinnahmen, also letztendlich von Fahrkarteneinnahmen. Und der Rest sind eben ungefähr 15 bis 19 Milliarden. Das kann man immer nicht so genau sagen, weil es äußerst intransparent ist. Ist letztendlich staatliche Subvention. Also die zahlen wir bereits und die Lücke, genau, das die wir ungefähr, noch füllen müssten, ja. So habe ich das vernommen, wären summa summarum 10 Milliarden. 10 Milliarden, genau. Das ist also... Man weiß nicht, also es ist Steuervergünstigung, es sind letztendlich Zuschüsse für Investitionen in Infrastruktur, in Betrieb und alles Mögliche. Aber okay. Ungefähr 30 Milliarden kostet ja ungefähr pro Jahr zurzeit. Um den Status quo, den wir heute haben, zu haben. Genau. Okay. Du 2 Milliarden Sanierungsaufwand für Schiene, Wasser und Straßen. Also den Sanierungsstau, damit wir den beheben. Genau, der. Okay. Ist auch noch da. Du hattest eben die Frage aufgeworfen, warum man nicht mal die Bevölkerung fragt, also zumindest zur Struktur der DB haben wir die im Rahmen der Kampagne gegen die Bahnprivatisierung damals mehrmals befragt, und da haben immer über 2/3 der Bevölkerung, also fast 3/4, ganz klar gesagt, die wünschen sich eine Bahn in öffentlicher Hand. Wir konnten sie leider nicht auch noch nach dem Netz fragen, aber da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass allein aus dem Eigeninteresse die ganz große Mehrheit der Bevölkerung sagen würde, wir wollen vor allem eine Versorgung in der Fläche, und Hochgeschwindigkeit ist schön auf manchen Strecken, aber Hochgeschwindigkeit im ganzen Land macht erstmal keinen Sinn. Das ist ja auch das, was
in der Schweiz so rauskam, die sich dann entschieden haben, das Netz eben nur bis zu bestimmten Geschwindigkeiten, die sie als vernünftig erachtet haben, auszubauen und nicht Höchstgeschwindigkeit überall zu machen, weil man damit eben nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung nutzt, die zwischen den Metropolen unterwegs sind und ganz viele Leute damit eigentlich dann abhängt, was im Moment schon passiert bei uns. Zu diesem Flatrate-ÖPNV, weil du gesagt hast, denn, wer das will, der muss die Fragen beantworten, also versuche ich die mal zu beantworten. Also die Mehrkapazität, ja, die braucht man und das will man ja auch und die kostet Geld. Deswegen denke ich, eine sinnvolle Einführung ist nur eine schrittweise Einführung. Man kann nicht sagen, ab 01.01.2014 ist jetzt der komplette öffentliche Nahverkehr kostenlos und wir zahlen das eben über eine Abgabe, sondern man muss schrittweise die Preise senken und auf eine schrittweise steigende Abgabe umlegen und das Ganze so konstruieren, dass man gleichzeitig immer Geld für die Neubaumaßnahmen übrig hat, weil natürlich ist absehbar, dass man größere Kapazitäten braucht. Das muss also von vornherein in der Planung mit drin sein und deswegen wird das über viele Jahre sich hinziehen müssen. Das wäre meine Antwort darauf. Und genau, es ist nie kostenlos, es ist fahrscheinlos. Das muss man unbedingt unterscheiden, weil es gibt eine Menge Städte, die das als rein kostenloses System eingeführt haben und das nach ein paar Jahren wieder zurücknehmen mussten. Also zuletzt Hasselt in Belgien war immer so das Beispiel für diesen kostenlosen ÖPNV, der eben rein kostenlos nicht funktioniert hat und weil man eben die, ja, weil die Einnahmen gefehlt haben. Aber also einerseits will man natürlich die Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr, aber man will ja nicht die Schaffung von zusätzlicher Nachfrage und man will nicht die Verlagerung von Fuß- und Fahrradverkehr auf den öffentlichen Verkehr, was natürlich immer so Seiteneffekte sind, die man nicht so ganz verhindern kann. Deswegen glaube ich, man braucht auf jeden Fall dazu auch noch flankierende Maßnahmen, dass man nämlich vor allem den Fahrradverkehr und den Fußverkehr im gleichen Maße attraktiver macht, so dass die Leute eben trotzdem auch noch einen Grund haben, obwohl der öffentliche Nahverkehr in der Benutzung kostenlos ist, dass sie trotzdem noch Fahrrad fahren und zu Fuß gehen. Und ja, das waren eigentlich die wichtigsten Sachen dazu, aber Kapazität ausbauen ist auf jeden Fall was, was geht. Dann der Dirk. Ein wichtiges Wort ist gerade gefallen, nämlich das von Attraktivität steigern. Ich glaube, dass das ein größerer, wirksamerer Hebel ist als Stigmatisierung. Man kann verbieten, das kann man auch machen, aber so eine Gesetzesvorlage hatte ich zum Beispiel zum Thema SUV noch nicht gesehen. Aber also wie gesagt, also Verbot ist wirksam. Stigmatisierung weiß ich nicht. Also ich denke, es geht um die Wirksamkeit von Gesetzen. Aber Attraktivierung, auch von ÖPNV und dergleichen, und das ist, glaube ich, das, wo wir über das Thema, was wir über Vernetzung sprechen, sprechen wir ja nicht nur über das Thema Auto, sondern sprechen wir auch über die Intermodalität, aber auch um die Optimierung des ÖV an sich. Dort das Thema flexibler und komfortabler und vor allem sicherer, quasi also das Angebot sicherer zu machen. Also sprich, es kommen keine Ausfälle zustande, man strandet nicht irgendwo zwischendurch mal. Das ist bestimmt etwas, wo man ÖPNV ausdrücken kann. Ich würde auf das Finanzierungsthema ankommen. Ich glaube, dass die kostenlosen Angebote nicht nur daran gescheitert sind, dass das Geld dann plötzlich fehlt. Das konnte man sich auch vorher schon ausrechnen, dass man kein Geld mehr einnimmt. Sondern man hat festgestellt, dass das, was man nicht zahlt, auch nichts wert ist. Die Attraktivität von ÖPNV nimmt dann ab, wenn diese Angebote kostenlos sind, weil viele Leute das Ding dann einfach schrotten. Das ist das, was ich an Untersuchungen gesehen habe. Aber vor allen Dingen, da gibt es jetzt viel Kopfschütteln, ich wüsste nicht, wie man sonst irgendwie plötzlich feststellt, dass man keine Einnahmen mehr hat, wenn man keine Einnahmen mehr einhat. Und dass das Grund gewesen sei. Aber viel wichtiger, glaube ich, und da können wir alle zustimmen, ist, dass wenn wir mehr Geld brauchen für ein Verkehrssystem und das für Infrastruktur, und da gibt es ja, egal wie man das dann verteilen möchte, irgendeinen Konsens. Auch der VDA will übrigens mehr Geld nicht nur für die Straße, sondern auch für die Schiene, weil wir übrigens einer der größten Kunden im Güterverkehr sind, im Schienenverkehr selber, obwohl wir ja quasi das Konkurrenzprodukt LKW selber produzieren. Das Geld hat in der Politik, was man einnimmt zusätzlich, wir wissen, dass wir den Straßenbau und über die Straße, egal ob man jetzt darüber diskutiert, ob der Autofahrer seine Kosten tatsächlich alle internalisiert oder auch nicht, jedenfalls wurde er in der vergangenen 10, 15 Jahre immer mehr belastet. Das können wir feststellen. Mehr Geld ist aber nicht angekommen. Das Geld hat die Angewohnheit zu versickern. Die Maut, die genannt wird immer, hat nicht dazu geführt, dass mehr Geld für die Straße da wäre. Das Geld, dann wird einfach quasi, es gibt jetzt höhere Mauteinnahmen, die halt vorher nicht da waren, dann wurde aus dem generellen Haushalt entsprechend die Summe wieder rausgenommen. Das hat manchmal so ein Jahr Verzögerung gehabt, also dass man für ein Jahr eine Milliarde mehr hatte und dann war es wieder weg. Das heißt,
die Frage, bevor man noch sagt, wie viel Geld brauchen wir eigentlich, wie sichern wir denn, dass die ständige Finanzierung auch da ist und nicht, dass es eine Verschiebemasse ist, wie wir es in den letzten 10, 20 Jahren erlebt haben. So, bevor wir jetzt eine Abschlussrunde machen, gibt es da noch eine Frage und ich gucke jetzt mal insgesamt hier in die Runde, weil dann nähern wir uns eigentlich auch. Ja, also es ist keine direkte Frage. Ich wollte nur sagen, nochmal so zu der Auslastung von Zügen. Gibt es da nicht auch die Möglichkeit, also es gibt ja oft mehrere Waggons, flexibler diese Waggons zu- und abzuhängen? Nee? Theorie, die Bahn schafft sich mal zum Beispiel, sie hat aus ihrem Reservierungssystem eigentlich Daten. Die Bahn schafft sozusagen nicht mal diese Daten aus ihrem Reservierungssystem in die Verkehrsplanung, also in die Angebotsplanung reinzupacken, weil sie die Menge an Daten nicht handeln kann. So, Sie wissen letztendlich, wie viele Leute theoretisch fahren würden. Dazu kommen halt noch sozusagen Leute, die nicht reservieren. Also sie schaffen es nicht, mit diesen Daten irgendwas zu machen. Und da muss man einfach sagen, die Waggons sind nun mal sehr diametral auch in Deutschland verteilt. Sie sind nicht überall gleich. Man kann nicht sozusagen einfach stärken und schwächen, wo man gerade ist. Sondern man muss halt die ganzen Umläufe immer schauen. Und das ist ein sehr komplexes System. Und also man könnte es machen, aber schaffen sie nicht. Schaffen sie einfach nicht. So. Ja, klar. Sorry. Gut. Ich habe gerade nochmal die Frage gehabt, inwiefern vielleicht die Automobilindustrie mit in Deutschland als Automobilindustriestandort auch nicht eher, also kein Gegner, sondern einfach eine Triebfeder auch der Zukunftsmobilität sein könnte. Also weil es, also ist da eine Möglichkeit, dass durch ein Umdenken in den Firmen, das geht jetzt vor allem an Sie, vielleicht, ja, ne? Also nee, weil, also man muss ja vielleicht auch gucken, ob vielleicht einfach eine Möglichkeit ist, dass halt auch die Automobilfirmen einfach selbst mal versuchen, einfach ein bisschen zukunftsmäßiger zu denken und einfach da auch selbst Möglichkeiten zu eröffnen. Also ist da eine Möglichkeit, dass das tatsächlich passiert? Oder hat man jetzt, weil das immer eher so war, immer die Automobilindustrie als Feindbild? So, dann machen wir jetzt die Abschlussrunde. Martin, du hast das Mikro schon in der Hand, dann darfst du damit anfangen und dann geben wir es jetzt so zurück. Wir haben ja noch ein paar offene Fragen und ihr wart vor allen Dingen gerade sehr kopfschüttelnd ja. über Dirks Ausführungen, was genau. Also, kostenlos und den Wert. Kostenlos Umlagefinanzierung. Also ich möchte mal ganz kurz nochmal, weil es von Hasselt. Hasselt ist eine Stadt in Belgien, 70.000 Einwohner. Es war so, man hatte schon zwei Ringstraßen letztendlich in der Stadt. Und man hat eigentlich so viel Stau und so viel Verkehr, dass man gesagt hat, man müsste eigentlich eine dritte Ringstraße bauen. Der Bürgermeister hat dann gesagt, oh, das wird aber hier eine ganz große Maßnahme, ich muss sehr viel Brücken, sehr viel Tunnel bauen, ich muss sehr viele Grundstücke letztendlich abkaufen, Häuser abreißen, damit ich diese dritte Ringstraße da durchlaufen kann. Hat gesagt, okay, dann mache ich sozusagen mal was komplett Verrücktes und mache mal testweise sozusagen mit kostenlosen ÖPNV. Gleichzeitig hat er sozusagen ganzheitlich geplant und hat halt massiv noch die Innenstadt sozusagen umgebaut. Er hat massiv das Angebot ausgeweitet. Also man ist damals von, ich glaube, 6 Linien auf am Ende 48 Buslinien gegangen, in der Stadt mit 70.000 Einwohnern. Man hat die Zahl der Busse irgendwie von 14 auf über 150 gesteigert. Und man hat das aber auch gebraucht. So, was hat man letztendlich dadurch erreicht? Man konnte auf die dritte Ringstraße komplett verzichten. Das hat ungefähr 70 Millionen eingespart, plus die Kapitalkosten, das ist nämlich bei Verkehrsprojekten immer das richtig schön teure, was kostet das eigentlich an Zinsen und so weiter. Die zweite Ringstraße konnte man von 4 auf 2 Spuren zurückbauen, hat dadurch einen grünen Boulevard noch geschaffen, mit schönen breiten Fuß- und Radweg. Man hat jetzt die komplette Innenstadt verkehrsberuhigt, Tempo 30, man hat ein Parkraummanagement eingeführt, das ist ein tolles Ding. Man darf 30 Minuten für 50 Cent parken und danach muss man 10 Euro bezahlen. Man darf auch 12 Stunden stehen. Also man entweder eine halbe Stunde für 50 Cent oder 12 Stunden für 10 Euro. Was dazwischen gibt es nicht. So, was waren die Folgen? Einzelhandelsumsatz ist pro Quadratmeter um 45% gestiegen. Weil die Stadt so attraktiv wurde, letztendlich für die ganzen außerhalb, super Aufenthaltsqualität, die Luftqualität viel besser geworden und so weiter. Also letztendlich die komplette Stadt war eigentlich davon überzeugt. Das ging von der konservativen Partei über die Linken, über die Mitte der Gesellschaft, über den Einzelhandel und alle anderen. Das Problem ist jetzt bei den Kosten. Belgien oder generell in der EU müssen wir Verkehre ausschreiben. Es war so, man hat diesen Busverkehr neu ausschreiben müssen.
man hätte innerhalb eines Jahres 1,5 Millionen Euro mehr bezahlen müssen. Und das war einfach in dem kommunalen Haushalt hasselt. Man hat genau gleiche Probleme auch, die andere deutsche Städte auch haben. 1,5 Millionen mal rausholen ist nicht drin gewesen und man hat einfach keine Möglichkeit gesehen, weil die auch eine Art Haushalts-, also so eine Art Schuldensperre haben, nicht die Möglichkeit gesehen ist, weiterhin durchzuführen mit zu diesen erhöhten Kosten. Und man hat gesagt, okay, dann machen wir 60 Cent pro Einzelfahrt und ein paar andere Ticketarten. Man muss schauen, wie es passiert. Also meine Meinung ist immer noch, durch diese Fahrpreissteigerung jetzt wird nicht so viel passieren. Ich glaube nicht, das Angebot ist so gut strukturell ausgebaut, dass die Leute weiterhin das nutzen werden, weil es einfach so toll ist. Und ich glaube, das wird auch nicht viel ändern. So, das zum einen. Zum anderen bei der Maut. Ich stelle immer nur eine Frage. Also es ist ja so, wir möchten ja Elektromobilität fördern. Wir möchten auch kraftstoffeffizientere Fahrzeuge aus Gründen der Umweltreinheit und so weiter. Eine große Summe, die wir heutzutage für Verkehrsinfrastruktur und Verkehr überhaupt investieren, ist die Mineralölsteuer oder mittlerweile heißt Energiesteuer. Das sind ein paar 40, ich weiß gar nicht, es sind 40 Milliarden oder? Es sind ungefähr 40 Milliarden pro Jahr, so mal grob geschätzt. Es ist so, wenn wir Elektromobilität haben und immer kraftstoffeffizientere Fahrzeuge, tanken die Leute natürlich auch weniger und zahlen deswegen auch weniger Energiesteuer in den Staat. Und man hat das mal ausgerechnet, wenn sozusagen 50% der deutschen Flotte elektrifiziert werden und man wird es mit der normalen Stromsteuer abdecken, wo man wieder das Problem hat, wie differenziere ich zwischen Hausstrom, Industriestrom und dann sozusagen Fahrstrom, da kriegt man statt 40 Milliarden, ich glaube, noch 6 oder 7 Milliarden plus 4 oder 5 Milliarden Stromsteuer. Also man hat sozusagen eine Finanzierungsrückkommen von 25 bis 30 Milliarden zusätzlich. Und ich stelle mir immer die Politik, ich meine, ihr habt das Ziel, Elektromobilität zu fördern, kraftstoffeffiziente Fahrzeuge. Ihr kommt doch gar nicht darum, eine fahrleistungsabhängige Maut einzuführen in Deutschland. Wie wollt ihr das denn sonst finanzieren in 20, 30 Jahren, wenn die Mineralölsteuer nicht wegbricht? Also ich würde Herrn Schäuble gerne mal diese Frage stellen. Das ist so eine Sache. Man muss es systemisch denken. So, und das war's von mir. Gott. Bis dahin. Das wäre jetzt die Mahnung gekommen. Genau, zu Hasselt habe ich nur noch eine kleine Ergänzung. Also ich finde das auch ein sehr schönes Beispiel, vor allem weil eben diese ganzen Rückbaumaßnahmen sind. Man echt sagen muss, das ist eine tolle Stadt geworden daraus. Und da sollten sich viele andere Städte mal, wenn nicht nur eine Scheibe abschneiden oder das sogar im Ganzen nachkochen. Aber eine Zusatzinfo dazu ist noch, das war ja nicht einfach der Bürgermeister von Hasselt, der das gemacht hat, sondern das war ein Bürgermeisterkandidat, der mit dem Konzept angetreten ist und dafür gewählt worden ist. Also es hat so ein bisschen dieses Element von direkter Demokratie in der Weise mit drin. Und das wäre auch so ein Teil der Lösung für mich, dass man die Leute viel häufiger mal direkt fragt, was sie eigentlich wollen, was du ja auch schon vorgeschlagen hast für die Bahn. Dann zu dem, ob der kostenlose ÖPNV nichts wert ist. Also es gibt ja schon eine Menge Leute in dem Land, die einen kostenlosen ÖPNV jetzt haben, also in der Benutzung kostenlos nach wie vor. Das sind ungefähr alle Studentinnen und Studenten, weil die kriegen in der Regel über das Semesterticket den öffentlichen Verkehr kostenlos. Und die zeigen meiner Ansicht nach sehr gut, dass sie erstens, nur weil es kostenlos ist, nicht den jetzt komplett zerstören oder so die ganze Zeit. Ich habe jedenfalls noch nicht von massenhaften Zerstörungen von Bussen und Bahnen durch Studenten und Studentinnen gehört. Und die andere Frage, weil ja auch immer das Argument kommt, ja, wenn es kostenlos ist, dann fahren die Leute wie wirr durch die Gegend. Also man hat eben auch noch anderes zu tun, als nur mit dem öffentlichen Verkehr durch die Gegend zu fahren. Und auch das machen Studentinnen und Studenten nicht. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute, also es zeigt einem zumindest, dass dieses Modell nicht komplett unrealistisch ist, weil die Leute sich entsprechend doch einigermaßen vernünftig verhalten. Jetzt noch kurz aber zu den... Aber genau das, was du beschrieben hast, wohin, wen erreicht man wie zum Umsteigen, das dabei ziemlich im Blick haben zu müssen. Also genau, aber ich kenne es nur aus der Umstellung in Braunschweig, die zumindest ziemlich rumgejammert hatten, dass insbesondere die Radfahrer umgestiegen sind und die Leute, die von außen mit dem Auto gekommen sind, da haben sie keinen Deut verändert bekommen. Was aber das ist, das ist ein Problem, das wird man auch nie komplett verhindern können, aber man kann einen großen Teil davon verhindern, wenn man es so macht wie Hasselt und gleichzeitig die Stadt eben attraktiver für die anderen Verkehrsarten macht, sodass dann die Leute sagen, Bus ist schön und gut, der ist toll, aber noch viel mehr Spaß macht es mir, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich eine super Infrastruktur dafür habe. Also das muss man auf jeden Fall machen, muss man sowieso machen. Und man muss das eben auch machen auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs. Weil das ist im Moment immer das Standard-Gegenargument, was man auf kommunaler Ebene hat. Wenn man zum Beispiel mehr Radwege will oder sowas wie einen Rückbau von Straßen wollte, wie das Hasselt gemacht hat, da heißt es immer, ja, aber da gehen doch Fahrspuren für den Autoverkehr verloren. Und das ist im Prinzip im Moment ein Totschlagargument. Oder es gehen Parkflächen verloren, was genauso schlimm ist. Und das darf nicht länger ein Totschlagargument sein, sondern man muss immer sagen, das eine darf man auch auf Kosten des anderen fördern.
wenn in dem Fall eben der Umweltverbund, sprich öffentlicher Verkehr, Fahrradverkehr und Fußverkehr, weil die eben klima- und umweltfreundlicher und sozialverträglicher sind. Und dann kann man die eben auch auf Kosten des Autoverkehrs fördern. Jetzt noch kurz zu den externen Kosten. Also es mag sein, dass der Autoverkehr stärker belastet worden ist über die Jahre, aber es ist eben immer noch so, dass wenn man die ganzen externen Kosten mit einrechnet, und die muss man mit einrechnen, das heißt alles, was der Autoverkehr ansonsten noch erzeugt, seien das zum Beispiel die vielen Unfälle, das ist der größte Posten, aber auch die Umwelt- und Klimakosten und so weiter, dann bezuschussen wir nach wie vor nach konservativen Berechnungen den Autoverkehr mit 60 Milliarden im Jahr. Das heißt also, ich als Nicht-Autonutzer und alle anderen hier, die Nicht-Autonutzer sind, zahlen kräftig mit rein. Und das sind, wie gesagt, die konservativen Zahlen vom Umweltbundesamt. Es gibt ganz andere Berechnungen von etwas radikaleren Verkehrswissenschaftlern, die da auf jeden Fall im dreistelligen Bereich von Milliarden sind. Jetzt noch zu der Frage mit der Planung nach Bedarf bei der Bahn. Das sehe ich nicht ganz so pessimistisch, weil das hat man früher ja mal besser hingekriegt. Zum Beispiel fragt man sich immer wieder, warum dann keine Fahrradabteile da sind, für ausreichend, also für den Bedarf, der da ist, offensichtlich an den Intercities und so. Da hat man früher einfach Gepäckwagen angehängt und das ging. Und da würde ich mir manchmal von der Bahn, genau, hatten wir nicht mehr, aber da würde ich mir manchmal von der Bahn so ein bisschen mehr Flexibilität wünschen. Und da kommt man eben wieder genau an dieses Thema, wenn man das nur rein betriebswirtschaftlich rechnet, dann macht man sowas eben nicht. Und dann fährt man so auf Kante, wie das im Moment die Bahn macht. Und wenn ein Zug gerade morgens nicht mehr einsatzbereit ist, dann bricht gleich eine ganze Linie zusammen und so. Und das darf man eben nicht machen, sondern man muss es so machen, wie ja auch die Forderung von hier drüben kam, also dass man praktisch ordentlich so Geld reinsteckt, dass es auch ein funktionierendes System ist und dass es zuverlässig ist. Und nur dann kann es auch massenhaft von den Leuten genutzt werden. Denn wenn ich dann dauernd damit rechnen muss, dass mir das Ganze, dass es nicht funktioniert, dass es mir irgendwie zusammenbricht, dann ist es eben für viele Leute ein Argument, das nicht zu benutzen. Ja. Das wäre ja schon eine gute Überleitung dann auch zur Politik, wäre noch nicht dein Thema, aber eben die Leistung muss vorher definiert werden. Und daher, durch dass der Bund, ja, der Auftrag bzw. der Inhaber der Bahn ist, kann er dann natürlich auch nochmal deutlich viel mehr machen. Aber das ist wiederum das Bundesthema, weil der Bund der Eigner der Bahn ist. Aber auf das Thema noch bezogen. Bitte, du bist. Ich wollte noch kurz auf die Möglichkeiten des Landes eingehen, einen Automobilkonzern, den wir in Niedersachsen haben mit VW, nicht als Konkurrenz zu betrachten, sondern als Partner. Ich glaube immer, dass es solche Chancen gibt, weil es auch was mit Bewusstseinsveränderung zu tun hat und weil es vielleicht auch dann eine Chance gibt, die eigene Produktion zu überdenken beziehungsweise umweltverträglich zu überlegen, wie kann ich umweltverträglich produzieren, wie kann ich vielleicht auch völlig andere Dinge produzieren. Es muss ja nicht unbedingt für VW die Zukunft in den nächsten 100 Jahren sein, Automobile zu produzieren. Es gibt ja vielleicht auch ganz andere Chancen auf dem Markt. Das Zweite, was ich mitnehme von dieser Diskussionsrunde, ist, dass es eigentlich dringend angesagt ist, dass man eine Expertinnenrunde macht, in welcher Form auch immer, ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, aber dass man auch die politisch Verantwortlichen in den Ministerien mit einbezieht, sodass wir uns darüber unterhalten, wie ist denn über den Bund und über die Länder zukünftig möglich zu finanzieren, dass Städte diesen Weg gehen können, wenn sie das wollen. Und der dritte Punkt ist, dass ich mich weiterhin dafür einsetzen werde, dass man diesen Rahmen mit im Auge behält. Und ich weiß sehr wohl, dass wir in einer aktuellen Situation in meiner Partei sind, was Bündnis 90 die Grünen betrifft. Das ist ja aktuell gerade so, also Verbote und die Partei, die das alles reglementieren will und die besserwisserisch sein will. Ich gehe da ganz anders ran. Ich finde, in dem Moment, wo ich weiß, dass ich ständig über das Limit hinausgehe mit dem, was ich konsumiere und verbrauche. Und das tut dieses Land und das tut die tun alle Industrieländer auf diesem Globus. Ich hab einen Leserbrief gelesen im Spiegel, da hat eine Frau geschrieben, sie hätte nach der Lektüre eines Spiegelartikels, es muss im Spiegel irgendwann einen Artikel gegeben haben, dass die ganze Umweltkatastrophe, die ist gar nicht so und das ist schon alles eigentlich sowieso seit die Erde existiert, ist das alles völlig normal und man müsste jetzt hier auch nicht so eine Panik schieben. Die hat völlig erleichtert, hat sie geschrieben, also jetzt endlich hätte man nochmal mitgekriegt, dass diese ganze Panikmacherei von den Grünen und von anderen nun endlich ein Ende hätte und sie hätte am liebsten, hätte sie sich ein richtig fettes Steak gebraten und wäre vorher noch 30 Kilometer mit ihrem Auto gefahren, obwohl sie gar nicht hätte Auto fahren müssen und dann hätte sie die ganzen Anlagen, die Strom fressen in ihrem Haus, hätte sie am liebsten alle angeschaltet. Genau das ist nicht die Klientel, die ich bedienen möchte. Ich möchte die Klientel derer bedienen, die sehr wohl
bewusst auf das achten, was wir hier machen, wie wir leben wollen und die eine Vorstellung davon haben, wie wir auch für nachwachsende Generationen diesen Planeten lebenswert erhalten können. Und deshalb kratzt mich auch überhaupt nicht diese Diskussion bei den Grünen, was Verbote oder Gebote betrifft. Ich sehe auf der einen Seite, dass es ein Bewusstseinsprozess ist, natürlich. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir Rahmenbedingungen schaffen müssen in der Politik, damit eben die Menschen, die zum Beispiel wie viele von uns Fahrrad fahren wollen und das eben nicht können auf der Straße, dass die endlich die Chance bekommen. Tja. Meine Vorrednerin noch die Empfehlung, dass es in der Demokratie immer einfacher ist, das zu machen, wenn man die Mehrheiten gewinnt. Und ist die Mehrheit nicht in einer Konsumgesellschaft gewinnen, wenn der Markt diktiert, was eine Konsumgesellschaft will. Ne? Also was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? Gut, also reden wir jetzt über, ich gehe meine Ausführungen, und das möchte ich sagen, gehe ich davon aus, dass wir in der parlamentarischen Demokratie mit einer sozialen Marktwirtschaft leben. Oder Postdemokratie, wie wird da gesagt, ich glaube schon, dass wir demokratischer sind als andere Länder. Die kenne ich auch, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Ich glaube, wir bleiben jetzt mal bei einem anderen Thema. Wir sind übrigens in der gleichen Partei, zur Überraschung. Deswegen kenne ich sie sehr gut. Eingebunden in den also quasi ein Missverständnis auflösend. Mein Hinweis, dass man nicht einfach nur ein ÖPNV kostenlos machen kann, bezieht sich darauf, dass man eben genau das nicht macht, was diese Stadt gemacht hat, nämlich etwas anderes zu attraktivieren. Sie haben massiv offensichtlich in die Innenstadt investiert und sie haben auch das quasi mit dem Rückbau irgendwie attraktiviert. Natürlich wirkt so etwas, das ist ja wunderbar. Ich habe auch nicht dagegen gesprochen, ich habe auch diese Frage der Maut, habe ich nur darauf hingewiesen, achtet darauf, wenn die Diskussion führt, dass nachher das Geld auch tatsächlich dort ankommt. Die Erfahrung, und da glaube ich, können wir alle nicken, zeigt, dass Mautgeld, nochmal, die Maut, die es jetzt gibt, hat nicht zu einem Euro mehr Geld für das Verkehrssystem geführt. Das mal sacken lassen. Dafür sind die ganzen Brücken gebaut worden, das ganze System aufgebaut worden, es ist nicht mehr Geld in das Verkehrssystem gegangen. Übrigens, Straßen sind nicht nur für den Privatautofahrer da, sondern übrigens auch für den ÖPNV. 50% werden mit Bussen gemacht. Das freut uns dann wiederum als eine Industrie. Muss aber nicht so bleiben, aber von daher, es werden auch übrigens LKWs, die bringen auch den Joghurt irgendwann in den Laden und solche Geschichten. Das ist, muss auch alles nicht so bleiben, man kann auch alles schienengebunden machen, nur zurzeit werden die Straßen nicht nur für privat genutzte PKW genutzt. Die Frage, hat die Automobilindustrie überhaupt noch eine Zukunftsorientierung oder ist sie nur der Buhmann? Ich gucke natürlich jetzt von innen nach draußen und sage, klar, das, was hier angesprochen ist, hier wurde häufig genannt Drive Now oder Car2Go, sind übrigens Unternehmen von der deutschen Automobilindustrie. Sie haben nicht das Carsharing erfunden, sie haben aber durchaus das sogenannte Floating Carsharing erfunden. Das hätten alle anderen Anbieter vorher auch machen können, die es nämlich schon Jahrzehnte davor gab, was das Carsharing angemacht hat. Sie sind übrigens weltweit die Ersten, die das gemacht haben. Jetzt gehen ja manche so weit und sagen, soll die Automobilindustrie doch bitte jetzt Mobilitätsanbieter werden. Dazu muss man aber auch bedenken, dass wir ein Industriestandort sind, dass wir hier von der Automobilindustrie von 750.000 Beschäftigten ausgehen, direkt Beschäftigten der Automobilindustrie, die in der Regel gut bezahlte Facharbeiter, Fachangestellte sind mit auskömmlichen Auskommen, mit sicheren Arbeitsplätzen, dergleichen mehr. In der reinen Servicegesellschaft sieht das wahrscheinlich schon mal anders aus. Also ich würde schauen, wie sieht denn eigentlich so ein Beschäftigungsverhältnis aus bei einem Carsharer? Ist das genauso sozial gut abgesichert wie ein Job in der Automobilindustrie? Welche Einkommen, welche Steuereinnahmen bekommen wir denn auch wiederum als Staat von diesen Leuten, die das verdienen? Das ist der eine Hintergrund. Der andere ist natürlich, die Wege werden wahrscheinlich unterschiedlich sein, da wird es auch unterschiedliche Einschätzungen geben, aber es gibt doch einen Konsens darüber, der Weg muss weg vom Öl sein. Der Konsens muss auch sein, dass es ja nicht nur um das Auto geht, sondern es geht um ein höchstgradig gut funktionierendes Verkehrssystem. Die Automobilindustrie sieht ihre Aufgabe darin, ihren Beitrag zu leisten, indem sie die besten Fahrzeuge baut. Für dieses Gesamtsystem, das mögen andere sehen, die sehen dann, warum sind dann SUVs dabei,
Vielleicht da zwei Hinweise zu. Die Frage kann man sich stellen, ich fahre offensichtlich auch kein SUV. Andere Leute fahren es. Die Deutschen haben nicht den SUV erfunden. Sie waren relativ spät am Markt, diesen SUV zu machen. Ich bin froh über jeden SUV, der verkauft wird, der vom deutschen Hersteller kommt, weil er nämlich im Zweifel effizienter ist als alle ausländischen Marken. Das mag jemand sein. Man kann, wenn Sie sagen, naja, ich möchte ja nicht, dass ein SUV gekauft wird, dann bringen Sie ein Gesetz ein, dass SUVs nicht mehr verkauft werden dürfen. Dann haben Sie die Wirkung, die Sie haben wollen. Die Stigmatisierung meines Erachtens bringt gar nichts. Die Leute, die ein SUV fahren wollen, fahren ein Auto. Und dann würde ich sagen, die Deutschen haben zumindest die SUVs A effizienter gemacht und haben, was sie dann erfunden haben, sind die sogenannten kleinen SUVs, die im Endeffekt ja gar keine, also die ja immer kleiner geworden sind. Einfach mal quasi, um dieses Hassmodell mal irgendwie anzusprechen. Es heißt, die Autos werden immer effizienter. Die Autos werden, müssen, jetzt wird das böse Wort Marktwirtschaft wieder in den Mund genommen, so attraktiv sein, dass Leute sie auch kaufen. Die ersten Elektroautos kamen nicht von deutschen Herstellern, das wissen wir alle. Trotzdem hat BMW ungeheure Milliarden in die Hand genommen, um jetzt ein komplett neues Auto zu bauen, abgesehen, dass andere es auch anbieten, um das auf den Markt zu bringen, mit der Hoffnung natürlich verbunden, nicht nur irgendwie, also das wäre eine große Marketingmaßnahme gewesen, wenn es ein Marketing gewesen wäre, um dort tatsächlich ein Elektroauto anzubieten, das tatsächlich so attraktiv ist, dass Leute es auch kaufen wollen. Das ist, in dem Markt bewegen sich tatsächlich Fahrzeughersteller. Das heißt, sie müssen auch Produkte anbieten, die gekauft werden. Und dazu muss man auch quasi die Angebote machen, ganz klar. Die werden ja auch zunehmend gemacht von effizienteren, hybridisierten und elektrifizierten Fahrzeugen oder auch von Gasfahrzeugen. Das ist ja auch eine Frage, dass die zumindest sauberer sind, auch wenn die auf Verbrennungsbasis basieren. Und es wird auch in vielen anderen Sachen investiert. Vielen geht das vielleicht zu langsam, die würden es anders machen. Es muss auch nicht alles von der Automobilindustrie erfunden werden. Wie gesagt, das Carsharing hätten auch andere nochmal revolutionieren können. Das waren die deutschen Hersteller, die das weltweit gemacht haben. Ich glaube schon, es wurde vor 4, 5, 6 Jahren gesagt, Automobilindustrie ist ein Dinosaurier, der bald ausstirbt. Bis jetzt hat sich es noch nicht bewahrheitet. Und zwar nicht nur, weil wir so böse sind und die Menschheit in einem Bann behalten, dass sie alle Autos kaufen müssen, sondern weil es offensichtlich einen Bedarf und Bedürfnis gibt, was noch zurzeit Mehrheiten hat und welches wir versuchen, mit nachhaltigen und immer nachhaltigeren Produkten auch zu bedienen. So, damit könnten wir jetzt in die nächste Runde der Kontroverse etc. eintreten. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt zum Thema Zukunft überhaupt, wenn überhaupt Zukunft Mobilität hier angesprochen. Wir haben noch nicht gesprochen über den ganz großen Bereich von Güterverkehr, über das, was global passiert. Wir haben heute mit keinem Wort das Thema Flugverkehr angesprochen. Wir schaffen es zwar in ganz vielen anderen Bereichen, CO2 zu reduzieren. Im Flugverkehr machen wir alles wett, was wir im Verkehr erreicht haben etc. Ich hatte vorhin auch gefragt, wer ist hier noch nie geflogen? Ein Flug und unsere Energiebilanz ist den Bach runter. Das wissen wir auch alle und. Also welche Themen hängen da auch alle noch dran? Von daher kann ich jetzt nur sagen, ihr habt viel länger an diesem Thema gearbeitet, auch in ganz anderen Details. Das war heute nur ein kleiner Einschnitt oder Ausschnitt nochmal mit anderen Leuten. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank auch für das Interesse, wenn uns jemand zugeschaut hat. Fragen habe ich zumindest nicht bekommen, sonst hätte ich das wahrgenommen. Und sage an dieser Stelle, ja, einen wunderbaren Sonntagmittag bzw. Nachmittag und vielen Dank.